Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beanstalk. Heute sind die drei besten Gamer der Welt und Simon und Etienne in diesem Studio versammelt, damit das ich macht überhaupt keinen Sinn, Nils. Doch, weil ich bin die ersten drei besten Gamer der Welt. Das macht überhaupt keinen Sinn, Platz 1, Platz 2, Platz 3. Jawohl, das ist so, als wenn... Na, wer geht los? Hi. Wow. So, erstmal ein großer Applaus für mich. Wie du mich jetzt, weil ich dachte, er meint jetzt das neue Intro, ne? Ja, das war mein Plan. Haut noch nicht raus. Ihr Doviane. Ich wollte ganz kurz was sagen, wegen dem Moin Moin eben. Ich war rotzhagelvoll. Ich habe keine Ahnung, was ich da geredet habe. die schnelle Reue-Nummer nochmal am Ende, ne? Kinder, das war ein Spaß, trinkt nicht. Also trinkt schon. Ey, Moment, ihr sollt natürlich trinken. Wir wissen halt nicht von der Kamera. Tag, wir würden nicht. Auch gerne wissen. Wir wissen ja nicht, was du erzählt hast. Wir haben dich die ganze Zeit nur Helden und Spucke. Ihr guckt es euch ja heute Abend wie alle meine Moin Moins dann abends im Bett an. Ich habe alle deine Moin Moins gesehen. Ja. Als Thumbnail auf der Webseite. Nein, ich habe alle von vorne bis hinten immer gebookmarkt und dann auf Heavy Rotation. Und manchmal, wenn mein Sohn mich nervt, sage ich, guck dir mal wieder ein Moin Moin mit Eddie an. Das ist so lustig. Wo du hinkommst. Ich sitze hier und das Gesicht von Simon spiegelt sich in deinem Gesicht und ich sehe quasi zwei Lügen auf einmal. Die eine aus deinem Mund und dann noch das Gesicht von Simon. Ich versuche mich gerade so einzudrehen, dass es sich so doppelt. Dass ich mein Gesicht auf deinem sehe. Ist viel besser. Siehst du das? Das ist wirklich scary. Jetzt bist du eine Mischung aus Simon. Oh, jetzt ich's auch. Ja. Okay, Leute, wir haben geile Spiele für euch vorbereitet. Zum einen den Spiegel-Face-Swapper. Den haben wir jetzt gerade schon gespielt. Wie hat euch gefallen? Ja, der war gut. Mal lass ihn nächste Woche nochmal machen. Ja. Finde ich gut. Und dann haben wir noch ein weiteres Spielchen, in dem wir sehr, sehr gut sind. Und zwar, das heißt Forts. Das habt ihr noch nicht irgendwo gesehen, weil wir die ersten YouTuber sind, die das Let's Playen live im deutschen Fernsehen. Und wir wollen euch gerne mal ein bisschen zeigen, wie dieses Spiel geht. Man muss sehr gut sein. Haben wir gemerkt gerade. Ja, es ist an vielen Ecken und Enden ist dieses Spiel, neigt es dazu zu zerbrechen. Über welches aber wir sind der Kleister. Wie bitte? Über welches redest du? Forts. Lachst, ne? Wie in dem Furz. Ja. Ich finde, die sollten Spiele mal nur als Geräusch auch. Also, dass die gar keinen, so wie Prince damals, ne? Mit Cymbal. Einfach nur ein Geräusch. Hey, habt ihr. Oh, die neue war richtig gut, aber ich fand war früher besser. Siehst du? Und schon ist die Unterhaltung super. Viel lustiger. Das kannst nur du hören, weil du der Einzige bist, der es aussprechen kann. Ja, so, dieses Wu-Tang-Album, das es nur einmal gibt. So ein Dance-Off, nur mit Geräuschen. Ey, ich sehe eine Sendung. Ja, ja, und jetzt sehen wir Nils mit Otter. So war das. Mit Otter? Übergewichtiger Otter, der sich über das Cliff so ins Wasser schlug. Otter sind richtig, ich glaube, die machen richtig fiese Geräusche. So. Die schreien richtig rum. Moment, ich kann den. Das ist kein Otter. Das war eine Kröte, die sich verschluckt hat. Nee, du hast offensichtlich keinen Otter. Weiß nicht, war das nicht einfach irgendwie 4 Uhr nachts auf einer WG-Party von Simon und Budi? Die sind ähnlich. Die sind ähnlich, wenn du den Typen von meinem Bett runterschreust. Wer ist das, der in mein Bett gekotzt hat? Okay, wir haben ja noch ein Spiel, aber eigentlich ist es egal. Ne? Das ist ja schließlich der Tag für uns hier. Ja, lass noch mal anfangen. Nicht für euch. Ihr seid aber irgendwer ist nicht ready. Und zwar Etienne. Wir alle wissen doch genau. There is no Eddie in Ready. Wow. Woo. Es ist Corona, aber Nils, ohne Scheiß. Ich mach den über, leider. So bin Start. Ich auch so, Start jetzt hier. Damit habt ihr auch, hat Simon auch schon aus Versehen das Spielprinzip erklärt. Tatsächlich. Nur wenn das Fort zusammenhängt, kann man auch Sachen bauen. Okay, geil, Leute. Nils, du erklärst mal das Spielprinzip, ich baue. Das wollt ihr von mir. Also, das Spielprinzip ist so, es ist wie Worms. Das da hinten ist die Base der Schurken. Und die müssen uns zerstören. Wir müssen die zerstören. Das ist schon das Spielprinzip. Dazu gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, zu Beginn mal hier so eine Werkstatt bauen. Warum brauchen wir die? Und diese Werkstatt ermöglicht uns bessere Waffen. Hier, das sind die Waffen. Und wir wollen zum Beispiel Mörser und so haben. Momentan sind nur Maschinenkanonen und Scharfschützen freigeschaltet. Wir wollen aber geilere Waffen. Ich muss aber sagen, gerade der Scharfschütze ist ganz geil. Wenn du nämlich als Gegner wirklich ein Ziel hast, kannst du den schon treffen auch. Ey, bei Worms, also wenn da oben einer sitzt, zum Beispiel, habe ich im Training wunderbar einen wegsnipen können. Bei Worms gibt es ja auch einen Scharfschützen. Ja, aber da ist es irgendwie einfach nur ein Schaf.
Ach so, Mann, oh Mann. Das kommt, wenn man ihn lobt. Es gibt halt das auch einen halt Scharfschützen, Nils. Ja, aber es, ne? Ja, ja, ist, okay. Aber das ist gut. Das ist halt einfach nicht in Ordnung, so ein Witz. Das Problem ist, Nils, du nimmst mich nicht mit bei deinem Gag. Ey, ah, oh, das ist abgeprallt. Ich nehme den Geist. Ich weiß. Guck mal. Ja. Warte, oh, doch nicht. So. Also ich kann leider nicht beim Gegner diesen, diesen Kamin wegballern, das ist schade. Und sonst habe ich mit dem Sniper auch nicht so viel. Und er hat auch hier verstärkte Front. Siehst du das? Die hat er leider aufs Eisen. Soll ich mal eine Mörser? Hört mal auf, ich baue eine Maschine. Hört mal auf, was zu bauen. Achso, du brauchst Geld oder was? So, ja. Ja, die Maschinen bringen Ressourcen. Nur eine. Also es gibt nur eine Ressource. Wie sind unsere Energiebilanzen aus? Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Energie. Ich baue mal so eine. Die Mine noch upgraden. Ne? Ich baue mal hier so ein. So, ich. Hat jemand was dagegen, wenn ich eine Windturbine hinbaue? Hab ich. Achso, hat Chat recht. Das ist echt auch ein bisschen Angry Birds, ehrlich gesagt, ne? So mit Gebäude, Zusammensturz. Das ist. Weiß ich nicht. Ich finde, das ist der interessanteste Teil eigentlich, dass man ja seine Basis, dass man die baut und man sieht sie ja auch hier, dass die einigermaßen statisch funktionieren muss. Man kann sie eben auch, ich mach's mal, auch wenn das jetzt jeder wieder doof findet, aber ich kann die mit den Seilen auch noch ein bisschen sichern. Ob das so funktioniert? Nein, so hat's nicht geklappt. Wie verschiebt man eine schon gebaute Strebe? Geht das? Verschieben, wenn sie schon ist? Ich glaube, das geht nicht. Ich muss sie, glaube ich, löschen. Das muss doch. Naja, okay. Oh, geil. Leute, wir brauchen dringend Strom. Erinnert ihr euch noch an Bridge Builder? Das haben wir doch damals entdeckt bei Giga. So wie die Let's Plays, erinnert ihr euch? Damals, ey, als wir noch jung waren und Hoffnung hatten. Sag das nicht so ironisch, als wäre es nicht wahr. Ich sag das nicht ironisch, ich freue mich nur auf den Circle-Jerk-Thread dazu. Die haben bis heute keinen Beleg vom Gegenteil gepostet. Das stimmt, nimm das Circle-Jerk. Wo ist der Beweis? Ey, Leute, so. Wir haben hier gleich eine richtige Mörser-Batterie. Und ich glaube, da kann der Feind einpacken. Apropos Batterie, reicht eine? Das Weil ich sehe, wir haben eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was von hier dieser was ist das? Ressourcen brauchen wir noch mehr. Was ist das da? Dieses Das ist eine Pickaxe. Ist doch eigentlich falsch. Was ist denn das? Du erntest ja keine Pickaxen. Okay, wir haben Äxte. Hast du schon die Mörser gebaut? Ja, ja, Alter, wir haben vier Mörser. Okay, einer kann die Mörser bedienen. Ich mach die Mörser. Also einen. Also, aber Simon macht die Mörserbatterie. Ja, es ist aber gar nicht so. Alle. Kannst alle. Gar nicht so ohne. Kopier die mal irgendwie mit Steuerung oder Shift oder kannst du die das alle kopieren. Geht? Irgendwie kannst du das machen. Alter, man kann die ja kopieren. Das ist unfassbar. Kopieren. Ja, meine ich ja. Ne? Alter, jetzt Haus, jetzt geil, Simon. Ey, jetzt haben wir sie weg. Ja, jetzt aber du hast Nils. Ich muss meckern. Ja! Ja! Du hast denselben Fehler gemacht wie im Training. Weißt du, welchen Fehler? Die habt ihr zu dicht aneinander gebaut. Ja, und du baust diese sich drehenden, die baust du halt immer permanent vor dem Mörser. Dann kann ich nämlich den kann man mal machen. Erwarte heute Teamwork und Regie? Keinen Streit. Nein, ich will nur erklären, warum. Aber Regie ist gerade komischerweise, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Gameplay übrigens, ne? Das ist Ellis Gameplay. Gameplay. Ey, schieß mal den Mörser ab. Nee, das ist Nils. Ich wollte eigentlich nur zeigen, den Scharfschützen wie sich. Da, das bin ich. Das könnt ihr umändern. Das ist nicht der Ede. Der Ede wüsste gar nicht, was diese Prozentanzeigen zu bedeuten haben. Aber man sieht an diesem grauen Bereich, wie sich das verändert, sobald ich in die Nähe. Oh, das hat nicht geklappt. So, des Rotors komme. Ey, lasst uns mal bitte unten den Fuß, unten links anvisieren, okay? Unten links den Fuß? Ja, da, unten, also unten die okay, Kante, die da so an dem Hügel direkt steht von dem. Sehr schön, da brennt's schon. Ah ja, ey, da kommt der ist schon am Arsch. Zwei Mörser. Der ist schon am Arsch. Ja, guck mal hier. Bam, bam. Alter, es gibt Mörserregen. Der Mörserregen. Wie gesagt, ich mach's gerne nochmal eine kleine Info. Das ist, ja, so ist richtig. Der Fuß, das war ein Fußtreffer. Nicht, dass die Leute am Ende fragen, Simon, warum hast du so komisch gespielt? Simon? Nein, das ist gar nicht der Simon. Warum hast du so komisch gespielt? Weil ich Ede war. Shit! Oh, wir schießen ey, da brennt kaputt. Hier fast alles ab. Ah, wie toll, du triffst mich. Unten auf die Füße, Leute. Das ist ein bisschen schwerer da unten. Ja, ich versuch's ja schon. Ist nicht so einfach. Siehst du, da kommt das Ding. Das ist ein richtig guter Fußtreffer. Sehr gut. Also, dass hier dieses Visier immer angezeigt wird vom vorherigen Schuss, ist natürlich wahnsinnig. Das ist wahnsinnig gut, ja. Das einzig Traurige ist, dass man nicht so eine Minimap hat, wo man noch sieht, ob man trifft oder so. Das ist natürlich befriedigender. Oh Gott, sind wir gut. Du schießt zurück, sind die bescheuert oder was? Oh Mann, Alter, Die haben einfach unseren Dings kaputt gemacht, unseren Scharfschützen. Hast dir das nicht gefallen? So, und jetzt geht die gleich down die Burg. Oh, es ist ein gutes Gefühl, wenn der Feind in Schutt und Asche liegt. Nils, soll ich alle drei übernehmen und dann baust du neue Waffen? Ja, so? Können wir gerne machen. Weil ich kann im Grunde jetzt habe ich einmal den Radius raus. Ja, dann mach. Dann übernimm. Und ich werde hier richtig geil uns mal ein Zuhause bauen. Okay.
Ich freue mich auf unser neues Zuhause. So. Was, haben wir gerade keine Waffenkammer mehr? Ist die kaputt gegangen? Scheint mir so. Kein Problem. Das sieht gut aus. Das ist so Hammer, ey. Relativ prima. Wir brauchen eine Werkstatt. Oh, noch ein bisschen. Habe ich gebaut schon. Ist noch in. Ist gleich fertig. Oh, wir können hier Schwarmraketen bauen. Oh, ich weiß nicht, können wir nicht abfeuern, glaube ich. Haben wir keinen Platz mehr für. Alter! Wie kann ich das denn da nicht hinbauen? Batterie? Das Windrad steht da richtig scheiße. Ich baue das weg. Kannst du machen. Denk nur dran, es irgendwo anders hinzubauen. Ey, die kriegen ein. Feuer im Schritt hier. Feuer im Schritt? Ja, guck mal, da können die gar nicht so schnell. Die haben nämlich leider den Fehler gemacht, nicht Metall zu benutzen, so wie wir. Und deswegen brennt das Holz natürlich denen unterm Arsch. Ah, was war denn das? Was ist jetzt los? Haben die uns gerade. Was ist jetzt los? Was? Wie konnte das denn passieren? Was ist denn jetzt passiert? Hatten die eine Atombombe oder was? Guck mal, wir haben doppelt so viel Schaden gemacht. Wie was? Was ist denn? Leute, wer ist schuld? Ich bin echt richtig, richtig enttäuscht von euch. Schade. Okay, lasst uns schnell entscheiden. Wir zeigen auf jemanden, der schuld ist. 1, 2, 3. Als ob es nicht klar gewesen wäre. Damit steht es 2-2. Damit steht es fest, ne? Ey, aber ich will. Jetzt soll die Regie. Regie, der Chat mal bitte sagen, war das eine. War das eine Atombombe oder was? Ich glaube, die haben uns einfach die Füße weggeballert. Sieht man das nochmal? Was? Mehr nachvollziehen kann, wer da was gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ich war oben bei den Mörsern. Also ich hab's hier. Ach, du hast es auch schon. Da sieht man schon so ein bisschen das Problem. Wer hat denn da links angebaut? Irgendwer baut hier. Und man sieht, achtet mal bitte hier auf diese Stelle hier. Vor allem meine Seile sind so dumm gebaut, dass die überhaupt nicht helfen. Da sieht man das. In dem Moment, habt ihr das gesehen? Das war's, ja. Da knickt es ein. In dem Moment knickt es weg. Ohne Fremdeinwirkung. Ohne Fremdeinwirkung. Also es ist eigentlich ein kompletter Bug. Ihr seht das? Jemand, der sehr klug ist, versucht dir noch ein bisschen mehr Fläche für weitere Waffen zu bauen. Du warst einen zu gierig. Siehst du, das war das Problem. Und der jetzt, dritte war das Problem. Guck mal, und jetzt baue ich hier unten, also nicht ich, sondern irgendjemand. So. Und das ganze Gebäude. Die ganzen Gebäude. Ich habe es direkt als GIF runtergeladen, werde ich heute auf meinen auf alle Kanäle das Replay teilen. So, nachdem wir das Replay gesehen haben, gehen wir ganz kurz ab in die Werbung und dann sind wir gleich. Warte, muss ja erstmal jemand neu eingestellt werden, der die Werbung startet. Ja, der soll seine Werbung mitbringen. So, geht ihr mal auf Ready jetzt oder was? So. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht ready seid. Ready. Ach ja, Ready. Seid ihr ready jetzt für ein richtig geiles Match? Hier übrigens, man kann verschiedene Commander auswählen und die kann man dann aktivieren. Und dann. Ja, genau, hier sieht man's. Und die haben verschiedene Perks. Mhm. Passive und aktive. Brandeffekt bei allen Waffen zum Beispiel. Das oder der hier Reparaturkosten reduziert. Also, es gibt dem das noch mal so eine. Kannst ja mal einen auswählen. Also, du hast ja schon einen. Namen. Ist mir egal, ich kenne ja alle nicht. Wie wär's denn mit. Ja, gut. Den hier? Ja. Ja, das ist mein Liebling. Okay, oh boy, wir nehmen den. Der Architekt. Oh, okay, okay, los, okay, Leute, jetzt. Vernichten wir. Spielen wir eigentlich gegen Computer oder gegen Mensch? Gegen den bestmöglichen Computer. Weil Menschen sind zu schlecht für uns. Wir alle. Okay. Aber hauptsächlich ich. War nur ein kleines Misstrauensvotum. Ich kümmere mich mal um die metallischen Streben. Nach denen möchte ich streben. Und dann kann ich nämlich dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. So, es gilt wirklich da, man muss hier schon ganz am Anfang präzise bauen. Am besten überlasst ihr mir das. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wir müssen noch mal einen Miner bauen, ganz kurz. Was müssen wir? Einen Miner. Einen Minen. Könnt ihr mal kurz beim Bauen, lasst mir noch eine Strebe. Lasst mir kurz 180. Zack. Nee. Aber warum? Warum geht das jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Ja, seht ihr das? Vielleicht hast du es noch nicht erforscht, du brauchst dafür. Nee, ich habe ja Metall schon gebaut hier an den Stellen. Leute, wir brauchen jetzt einen Miner. Ja, ich baue mal einen Miner, weil sonst, wenn wir keinen Miner bauen, kriegen wir keine Ressourcen. So. Und je mehr Miner, desto mehr geile Kohle fließt auf uns. Es ist wie im echten Leben, das Fundament ist das Entscheidende. Das Geld ist das Fundament. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir gleich, wenn die Kohle. Jetzt haben wir. Was haben wir? Plus 13? Guck mal jetzt, plus 13. Ja. Und wenn ich gleich noch Miner baue jetzt, gucken wir mal, was sich verändert. Ich habe eine Sache, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Vielleicht kann der Chat mir helfen. Algebra. Könnt ihr mir mal 300 Euro lassen, damit ich einen Miner bauen kann?
Oh, warte, okay, irgendwer hat geil was Geiles gebaut, was uns mehr Kohle gibt. Das ist wahrscheinlich dann Ede, oder? Der baut doch unten hier die. Ist wahrscheinlich fertig jetzt. Nee. Hast du nicht eine Mine gebaut, eine dritte? Nee, die hätte ich gebaut. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Warte mal, ich bin mal gespannt. Warte, das sieht gar nicht so gerne. Achso, die muss erst gebaut. Oh. Nein, die ist fertiggestellt worden. Daran kann mir mal jemand im Chat sagen. Wenn wir kurz auf mein Bild gehen. Und zwar habe ich da unten rechts eine Uhr. Eine Sanduhr mit 4. Heißt das, es dauert 4 Runden oder heißt das, ich brauche irgendwas 4-mal, bis ich das baue? Weil manchmal kann ich die Sachen eben nicht bauen. Das hier zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich klicke hin, jetzt baut das. Eben hat das nicht gebaut. Hast du nicht genug Kohle gehabt? Woran liegt's denn? Ja, aber manchmal macht das selbst nicht, obwohl ich genug habe. Habe ich das Gefühl. Hier geht's, aber zum Beispiel eine Strebe hier unten. Siehst du, diese Strebe hier, die kann ich nicht bauen, egal was ich mache. Dabei ist die auf der anderen Seite, hat's ja geklappt. Ja, ich raff's aber teilweise auch nicht hier. Ich baue hier und dann hier. So geht's. Aber man muss von unten anfangen, nicht von oben. So, ich kümmere mich mal hier ein bisschen ums MG-Nest. Und lass die mal ballern. Und immer Kreuzstreben bauen, Leute. Du kannst die in alle Richtungen machen, ne? Ja, also genau. Geil, geil. Wir kriegen ja schon ein bisschen mehr Kohle. Ja, so ist das gut. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt würde ich die halt gerne, sage ich mal, autolocken. Ne? Ich würde die gerne auf dieser Position immer ballern lassen. 4 Zeiteinheiten, wahrscheinlich 4 Sekunden, okay. Na gut, danke, Chat. Das habe ich mir im Grunde schon gedacht, aber so irgendwie erklärt es die Probleme doch trotzdem nicht. Was ist mit den Technologiesachen? Baut die jemand? Hey, wie hast du das denn jetzt so schnell gebaut? Du musst einfach an den Balken und dann ziehst du den, also gedrückt halt nach oben ziehen. Und ich mache hier jede einzeln. Ich habe eine Reparaturstation gebaut. Ne? Ihr seid sehr gut. Wir können jetzt schon Mörsers bauen hier gleich. Warte. In Kürze können wir Mörser bauen. Das macht euch glücklich, hoffe ich. Das macht mich sehr glücklich. Mach die Mörser bitte vor die Windanlagen und nicht dahinter. Ja. Ja klar. Mörser sind sehr gute Freunde von uns. Mörser. Ich baue Mörser. Seid ihr bereit für die Mörser-Action? Du hast nur einen Mörser drauf. Das ist ein bisschen unglücklich. Ja, okay, geht nicht anders. Ne? Warte mal. So, ich baue hier mal noch schnell alles steifen. So. Wir brauchen gleich hier eine Waffenkammer. Damit es geile Upgrades gibt. Warten auf 265. Nein. Sag mal, hier dieser Reaktor, den sollte man vielleicht auch ein bisschen schützen. Ehrlich gesagt, ist gar nicht so schlau, dass wir uns hier schon hinsetzen, ne? Der ist sehr schützenswert. Ist ein guter Freund von uns. Ja, aber dann bauen wir den ja nicht zu. Ja, mit so Eisen, das ist eine gute Idee. Aber auch eine Lücke. Also Simon, du kannst schon 2 Mörser benutzen. Ja, Entschuldigung, ich habe mich echt an diesem Metall versucht, aber man sieht, dass es nicht immer so baut, wie ich es will. Ich meine, ich kann's. Ich weiß nicht, warte mal, einmal kurz noch warten. Dieser Mörser ist da ganz schlecht. Wir müssen den. Hast du gerade unsere eigenen Sachen abgeballert? Wir müssen den Reaktor dicht machen, Leute. Die Typen, kann man die umpositionieren? Was willst du denn bauen? Was willst du denn umpositionieren? Ja, ein Dach über den natürlich. Wenn ein Schuss kommt, sind wir Game Over. Also es gibt so Dinge. Du kannst Türen einbauen, die sich dann öffnen. Aber versteht ihr denn nicht, was ich meine? Oder Sandsäcke? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, aber du kannst nicht wirklich was über dir haben. Das ist halt ein Mörser. Ja, man kann halt so einen kleinen, so einen Lüttenschutz. So. So. Geht das so? Okay, der Sandsack ist auch richtig dumm. Also wir haben auch eine Flak, ne? Wir können auch mal, ich mach die Mörser jetzt. Das sieht gut aus. Nein, löschen. Das wollte ich nicht. So, also mit Control gedrückt halten kann man alle auswählen. Oh! Die schön die Windanlagen zerbersten. Wollte ich eigentlich gar nicht. Alles schön weggebumst. Guck dir den an. Alter. Okay, der hat gar keine Chance. Die 3 Mörser waren eine sehr gute Idee, Nils. Ich möchte mich bedanken, dass du mich lobst. Nein, nicht. Boah, jetzt hat der. Mann, der Wind ist weg. Ja, wir müssen gleich neue Windmühlen bauen. Habt ihr gehört, wenn ihr Control drückt, könnt ihr mehrere auswählen und dann schießen die alle auf einmal. Gibt es auch eine Möglichkeit für Auto? Geil, Baller? Leute. Ich habe das Gefühl, dass wir relativ gute Leute sind. Ja, eigentlich haben wir schon gewonnen, habe ich das Gefühl, weil der kommt ja gar nicht mehr hin. Nee, die Mörser machen alles platt. Wer jetzt zuerst die Mörser hat, der hat
Das Land. Ich bin echt Mörser-Fan. Ja, wir werden den nur kriegen, wenn wir den zum Einsturz kriegen. Ja, von oben. Wir arbeiten. Der baut das schnell wieder auf. So, wie sieht's aus? Nee, das macht der super. Mit der Mörserkraft kann der. Das kostet ihn ja auch Ressourcen, das reparieren. Der kommt nicht. Wir haben gewonnen jetzt. Okay. Die Mörserkraft ist unendlich groß. Ich glaube nicht, dass was schief gehen kann. Ich hab ein gutes Gefühl. Also steht da Tropfen hüllt das Fort. Würde ich sagen. Oh, wie das der abmörsert, ey. Ja, schießen alle denn? Jetzt, lieber Chat, ja, wir spielen zu dritt gegen eine KI, aber es ist eine KI. Und die sind auch zu dritt, die KI. Also genau, das sind dann drei KIs. Das sind quasi drei KIs. Das muss euch ja auch klar sein. Oh, eine EMP-Rakete direkt vorne. Ich repariere. Vielleicht kannst du da auch mal so ein paar Laser, es gibt so Laserschilde. Ah, fuck. Also er lernt aber auch dazu. Jetzt fangen sie an, vorne alles schön abzusichern mit Metall. Da komme ich nicht mehr so gut durch jetzt. Aber ich kann sie da schön beschäftigen. Ey, wer baut denn jetzt dazu? Nee, das ist eine Tür. So, ich schicke euch was mit dem Mörser-Code. Oh, was war das? Ich repariere bereits. Ich weiß nicht, was es war. Ich repariere, es war nicht in meinem Sinne, was dort geschehen ist. Oh, oh, oh. Ich muss eine weitere Mörser-Bastion errichten. Batterie, Mörser-Batterie. Oh, uns fehlt. Brennt's noch? Nils, ja. Das Dach ist schon wieder sehr. Ja, wobei, du hast es ja extra gebaut, ne? Es schützt ein bisschen. Einer muss an die Maschinengewehre gehen. Ich kann leider schon. War schon eine. So, wieso kann ich keine Mörser-Batterie bauen? Uns fehlt 1000 Energie. Wir müssen ein bisschen sparsamer sein. Shit. Wir brauchen Batterien. Ich muss mich wieder einballern. Wir brauchen zu viel Energie. Und wir müssen. Oh, Leute, wir müssen dringend mal hier so eine. Wir haben keine Energie mehr zum Ballern. Ja, wir brauchen ein Windrad. Jetzt schießen die nämlich zurück und das mag ich nicht. Ja, aber dafür habe ich jetzt einen guten Ballerrhythmus. Das ist gut. Ja, oh Scheiße. Will ich nicht mehr bauen, was ist los? Geil. Der hat vorne unten links so eine schöne Ecke, da könnte man eventuell mal so richtig draufzimmern. Da ist jetzt auch Leute, gleich das verschwendet weg. Man nicht, wir müssen anbauen, um Windräder zu bauen. Ja, ja, wir brauchen Windräder. Ich mache hier aber einfach weiter, ja, das ist durchaus in eurem Sinne. Ja, du ballerst ohne Ende. Wir brauchen jetzt erst mal 800 Energie, müssen wir sparen. Ja, der Mörser kostet Energie. Warte mal kurz mit Schießen. Kann ich denn hier nicht auf dem Boden bauen? Ach, das kostet ja auch Energie, okay. Weil da nicht das Steinfundament ist. Und was macht man dann dafür? Wie kriege ich da Steinfundament hin? Weiß nicht, man kann das. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das geht einfach nicht, damit man nicht unendlich baut. Warte, nur nicht schießen, Simon. Wir brauchen die Energie für das Windrad. Ich wollte die Windräder. Ich sag dir Bescheid, wenn das Windrad einsteht. Okay. Ja, die habt ihr auch eingebaut, unsere Windräder. Ja, müssen wir ja. Wir brauchen ja die Mörser. Oh, EMPs. Man kann die doch. Ich mache jetzt nichts, ja. Ich lösche nur. Was ist denn das hier für ein Heilding in der Mitte? Achso, okay. Schlecht. Sag Bescheid, sobald ich wieder kann. Weil jetzt gerade ist Ressourcen nämlich voll. Ja, jetzt kannst du wieder ballern. Wir haben ein Windrad, aber wir möchten eigentlich noch ein zweites bauen. Weil es steht da in der Mörserbatterie, aber egal, dann haben wir wenigstens drei Mörser, die schießen. Jetzt haben wir wieder. So, jetzt können wir mal eine Batterie bauen. Warte mal. Ja, eine Batterie baue ich jetzt mal. Geil, eine Batterie, Leute. Das wird uns richtig Auftrieb verleihen. Und im Prinzip sind wir. Ich würde mal bis 2000 Energie durchlaufen lassen, damit wir ein Metalllager bauen. Danach haben wir. Okay. Gut, Ressourcen. Aber hoffentlich kracht's nicht nach links, ey. Das dauert aber. Jetzt geht's schnell. Muss ich leisten, oder was? 2000 kostet das. Oh, oh, oh. Wieso macht er das denn nicht? Hä? Es will nicht. Ja, also. Ja, wieso kann ich's denn nicht bauen? Ich check's gerade nicht. Ich check's auch. Hallo. Muss wahrscheinlich. Jetzt baut er seine Windräder noch ein. Das ist doch dämlich. Auch
Okay, ich check. Au, Sniper-Beschuss. Ich check's nicht. I don't get it. Mit Minisa. Ich glaube, wir könnten noch mal so 10, 20 Geschosse Mörser. Mörser, ey, wir können auch gleich so diese Superwaffen da mal bauen, meine Freunde. Wir haben nämlich Rakete. Die Flak ist halt, ich würde die Flak gerne mal im Einsatz sehen, aber die. So, Metalllager müssen wir haben. Zack. Geil. Könnte man, darf ich eine Sache mal bauen, ohne dass es Ärger gibt? Nur so was ganz Kleines. Oh, shit. Oh. Kann ich, wie kann ich das denn? Nee, das klappt nicht, ne? Soll ich das, komm, ich reiße es wieder ab. Scheiße. Dass das so einen direkten Einfluss hat. Ich brauche eine Ecke, wo ich mal die Flak hinbauen kann. Der Mörser. So. Alles klar. Den bauen wir nochmal. Ich baue nochmal. Also den. Ach, der ballert auch, ne? Der kann hier aufmachen. Ach, das ist ja so geil, Alter. Leider bringt die MG einfach zu wenig. Ich baue mal den MG-Schützen ab und mach da mal was Richtiges hin. Ach, das ja, aber die werden auch die gegnerischen Flaks ab, ne? Ach shit, du hast recht, ne? Die sind eigentlich schon gut. Nee, du hast recht. Aber ist da nicht eine Flak besser? Die wird einfach abgeballert, ey, die Rakete. Passt nicht, das gibt's ja nicht. Nee, weißt du was? Wir müssen richtig mit dem Mörsern hier einfach mal rummörsern. Seid ihr so? Ach, leck mich doch am Arsch, haben die einfach unseren Raketendingenskirchen. Okay, so, ich. Oh. Begebe mich an die Reparatur. Ich werde noch. Da war eine Mörser, der ist jetzt weg, oder? Der da unten. Okay. Leute, die sind gleich richtig technologisch richtig gut. Sieht gut aus. Ich mörser jetzt mal rum. Ich brauche mal kurz die Ressourcen. Ja, jetzt kannst du auch mal richtig geil rummörsern. Jetzt wollte ich da gerade was bauen. Geil. Mein Gott. Ich habe gehört, das ist eine der klügsten KIs. Die hat irgendwie im Schach, hat die auch, ist unbesiegt. Die kenne ich natürlich nicht aus mit Forts, aber die ist sehr gut in Schach. Die ist echt die gut. Exakt das habe ich auch gelesen. Und die kennt 1 Million Kochrezepte. Ich glaube, ich habe die gleiche KI im Thermomix. Ah, da kommt. Was war denn das? Was war denn das? Das weiß heutzutage niemand mehr. Das war ja der Hammer, Megaschuss. Nils, kann ich den zweiten auch noch haben? Den du da unten baust? Oh, du. Nee, Nils bringt uns schon wieder. Guckt euch das an. Ja, ich musste was probieren. Ich musste was riskieren. Aber du musst von unten anfangen. Ja, da kann ich nicht, weil ich keine Basis habe. Ich hatte keine Basis. Aber ich kann das so machen. Dass wir so richtig die Seile daran pfeffern. Da ist das doch eigentlich nicht mehr möglich, dass das nicht hält. Geil. Er kommt halt einfach nicht hinterher mit dem Nachbauen. Oh, Leute, immer. Gefühl, komm, Junge! Jetzt ist gut, ist mein Gefühl. Schön unten links aufs Standbein. Oh. MP-Alert. Ah, das war's. Nein, alles gut. Nicht verzagen. Neue Mörser bauen. Ah, das war zu weit. Neue Mörser brauchen wir. Shit. Wir brauchen vor allem Energie. Es bringt nichts. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen im wahrsten Sinne des Wortes hier. Löscht es einfach und wir kriegen nichts kaputt. Kann ich da jetzt. Soll ich das mal riskieren, da nach unten zu gehen? Ja, klar, wenn es nicht wackelt, wenn du es irgendwie schaffst, dass es Fundament kriegt. Kann man die irgendwie auf Auto-Attack schalten? Nee, ne? Ja, naja, das. Ich frag's auch ständig. Immer manuell machen. Da kommt hier, aber leider. Geht zu hoch. Kann wir noch durch. Roaming. Aber man kann nicht jedes Geschütz einzeln manuell bedienen. Ist doch so, ich mache jetzt mal eine Flak. Die will ich ja schon die ganze Zeit. Noch eine. Das bricht ab, ey. Hat nicht die nötige Stabilität. Oh Gott, hoffentlich bricht mir das irgendwie alles zusammen. Kann man jemand eine. Haben wir eine Munitionsfabrik schon? Haben wir schon, ne? Schwere Artillerie, komm, die baue ich jetzt auch hin. Könnt ihr kurz warten, bis ich 5000 habe? Ja, klar. Kein Problem. Wir lenken den Gegner so lange ab. Ja, es dauert. Oh, jetzt habe ich geballert. Das, okay, Alter, was die Flak hier weghaut. Das sieht gut aus. Ich warte nicht auf die Kanone. Wir sollten erstmal die Ressourcendinger upgraden, damit wir einfach. Ja, wir brauchen Ressourcen dürft ihr übrigens verbrauchen. Ich brauche Energie erstmal. So, meint ihr, mit diesem Vorderbau habe ich uns ein bisschen Stabilität verschafft, um eine weitere. Wir brauchen viel mehr Energie. Was bringt uns mehr Energie? Das kann nicht nur die Windräder sein, sondern auch was anderes sein. Batterie. Nee.
okay. Aber halt kann man die Windräder haben. Vielleicht upgraden? Ja, siehst du, das können wir mal machen. Das ist aber nicht gut verbunden, Nils. Ja, aber das sieht aus wie ein Typ, der mit den Beinen über so einem über einer Kante hängt. Ja, aber das ist Beine schaukeln lässt. Statisch abgenommen vom Amt für Statik. Guck mal, wie super das ist. Ey, ich muss es noch mal sagen. Ich weiß nicht, wen von euch ich da maßregeln muss, aber ich warte auf 5000. Und es werden halt immer weniger. Jetzt sind es einfach 200 gewesen gerade. Das finde ich auch nicht okay von Eddie. So, 1000. Einmal kurz warten. Aber man kann die upgraden, die Windräder, ne? Das machen wir jetzt mal. Ja, okay, was? Was machst du denn? Hast du alles, was du wolltest? Baut ihr mir wieder die Windräder vor die Flak. Ich hab nix gemacht. So, ich hab das Special gezündet. Weiß ah, nicht. Wir werden einfach oh, das Windrad ist weggeballert worden von uns. Hält nichts aus. Kann man nur so schlecht sein. Okay, Leute, ich werde jetzt das Windrad... Wartet bitte nicht! 3000, ich brauch's okay. Nur einmal ganz kurz. Gut, was willst du denn machen eigentlich? Ich will, was wollte ich bauen? Und zwar schwere, ne, Kanone wollte ich bauen. Ah, jetzt ist schon wieder 4000. Ich muss kurz warten noch. Gleich haben wir 5000. Ich bin mit Abstand der Allerbeste. Achtung. Und. Alter! Wer macht okay, denn der sowas? Macht uns jetzt eh kaputt. Nee, also, auf was waren wir denn jetzt eigentlich? Was? Auf meine fucking 5. Ja, aber sag doch, was du machen willst. Auf eine Kanone. Ja, jetzt kannst du doch. Ja, ich weiß, jetzt habe ich sie auch gebaut. Aber es dauert halt ewig. Okay. Jetzt könnt ihr wieder verpulvern, so viel ihr wollt. Wir müssen mal hier die Windräder upgraden. Dann machen die auch mehr Energie. Energie ist sehr wichtig. Man könnte ja auch mal die, ja, das mache ich jetzt mal, die Geschütze upgraden. Ich wollte gerade das Windrad upgraden. Oh, haben wir jetzt kein Oh, Entschuldigung. Okay, ich warte auf dich. Kein Problem. Ich muss nur 1000 haben. Je besser die Windräder, desto besser. Die Flaks, das bringt doch einfach nichts. Es brennt immer ein bisschen und dann wird es wieder gelöscht. Die Flaks sind noch dafür da, die gegnerischen ballern. Raketen abzuwehren. Das ist keine Angriffswaffe. Nee, die Branddinger da. Ich glaube, genau, ihr meint alles. Das ist alles Metall da bei dem. Ey, ihr habt ein besseres Schussmaterial. Ja, deswegen habe ich ja die Kanone gebaut. Geil, die ist jetzt gleich fertig, aber wir dürfen sie nicht kaputt machen lassen. Ich habe das Gefühl, wir sind gut unterwegs. Ja, wir haben ein bisschen faul gewesen jetzt. Das ist ja alles gut gesichert. Da kann man vielleicht drüber nachdenken, nochmal eine so eine Plattform zu errichten. Soll ich sag ich jetzt hier schief drauf? Soll ich die Kanone? Die sieht doch okay aus. Die sieht doch nicht schief aus. Oh, das Ding ist oben weg. Hier, die ballern wirklich unseren Shit weg. Wir brauchen so ein Schutzschild. Habt ihr doch gesehen? So einen brauchen wir. Ich hab sie doch gesehen. Mit ihren Alben. Ich mache erstmal jetzt eine MG wieder oben hin, damit die das alles wegballert. Leute, die haben richtig das mit der Energie. Sieht gut aus. So, Mörser sind? Die Mörser schießen oder was? Ich habe mir gar keine Mörser, wir haben nur noch einen. Doch, und unsere. Oh Shit. Nein. Es ist so schwer. Okay, wie kann ich dich heilen? Kann einer mal die. Nein, das Geschütz, das schöne Geschütz, es geht kaputt. Wie kann man es heilen? Ja. Ja, das. Leider funktioniert das nicht so. Oder doch? Hauptsache, nee. alles ist okay. Bedient irgendwer die Mörser eigentlich? Wir haben 5 Mörser oder so. Ich kann. Nils, wir haben wirklich ein Problem hier gerade. Okay. So, guck mal, die Kanone, wie geil die ist. Beschützt die Kanone, Alter. Heilt die irgendwie. Guck mal, was die reinzimmert. Das ist ja gar kein Mörser. Das ja, aber ja die braucht halt schon lange. Ach, das die ist kann nur MG. Einmal im Jahr schießen. Ja, die wirklich nur einmal im Jahr. Wir müssen die Fabrik bauen, damit wir die besseren Leute, Sachen bauen können. Mörser, die jetzt ey, kann weg. Jemand bitte so ein Heilgerät. Kostet 5000. Ein Heiler. Ein Heiler? Gibt sowas. Batterie, Metall, Windturbine, wo ist das? Sandsäcke. Reparaturstation, warum haben wir die nicht schon längst? Haben wir. Dann brauchen wir eine Leute, beide oben bei den. Jetzt baller ich sie richtig weg. Ey, spart mal 5000, dass wir die Fabrik kaufen können, Leute. Okay. Sonst kommen wir nicht auf die nächste Evolutionsstufe. Achtung, Raketen! Raketen! Shit! Ja, abgeblockt. Gut geheilt. Ah, aber unser Windrad ist hinüber. Ich brauche Strom zum Schießen. 5000 bitte sparen. Was sparen? Strom oder Geld? Ich mach mal Strom. Weil können wir uns nicht. Wir können keine Angriffe fahren. Ja, wir müssen kurz warten, sonst können wir nicht. Das hätten wir schon früher machen müssen. Na gut, dann mache ich das. Dann spare ich. Dann bin ich bei euch. Und gleich bei 5000, dann baue ich die Fabrik und dann geht's weiter. Was denn? Das kostet aber keinen Strom. Ja. Ey, wir kriegen es hier ganz schön ab. Ich hab das Gefühl, wir müssen uns da unser Riese kriegt die ganze Zeit aufs Knie geballert. 4100, es geht nicht weiter, weil wir jetzt reparieren. Warte, okay. Reparieren ist wichtig. Warte, 5000, warte, nichts machen. Ja, reparieren müssen wir halt. Das ist ein Kampf gegen Zeit. Wir haben es doch gleich. 4,6, 4,7, 4,8. Oh, warte, ich baue mal was. 4,9. So, zack. Und gebaut? Ja, gebaut. Ja. So.
Gut. So, jetzt können wir die gleich, wenn die gebaut ist. Oh, Leute, wir müssen das hier reparieren. Aber wieso schützen denn die Typen sollten noch von alleine diese Raketen abhalten? Das ja, ich glaube, das sind nicht Raketen, sondern nur diese Geschosse von oben, diese Mörser-Sachen. Ich glaube, das machen die. Macht einer die Superkanone? Ich kann nicht, weil wir nie Strom haben. Ich brauche 800 für ein weiteres Stromaggregat. Boah, was ist das? Ist das von uns? Ja, jetzt wird die Kanone gerade weggelasert. Jetzt kommt die Mega-Scheiße kommt jetzt hier an. Und ich kann nicht ballern. Oh mein Gott. Lass doch mal Strom da. Es brennt hier wirklich an allen Ecken und Enden. Aber ist nicht schlimm. Gleich ist weiteres Stromelement. Okay, jetzt gleich kann ich ballern. Moment. Immer noch. Was verbraucht das Ding denn auch für Strom, sag mal? Das ist eine Frechheit. Das Reparieren verbraucht auch Strom, glaube ich. Alter! Okay, lasst mich bitte einen Schuss. Ja, Der Schuss! Ja! Ja, immerhin, aber wir brauchen viel mehr Energie. Wir brauchen so Windräder ohne Ende und diese Batterien brauchen wir ohne Ende und ach, das ist ganz falsch. Ja, wir müssen unten die Dinger upgraden, damit wir mehr Dings kriegen. Strom. Ja, einer muss unten. Oh, da kommt er wieder! Nein! Alles, was Strom erzeugt, müssen wir upgraden. Okay, also ob geht. Oh oh. Die lasern uns oben den Turm weg. So. Bei 6000 könnten wir den Superlaser kaufen. Ja, aber wir haben ja jetzt schon keinen Strom. Also unser Problem ist im Moment wirklich Strom. Weil das reicht nicht so, wie wir das machen. Ich kann nachher das eine upgraden noch. Okay, upgraded. Wir haben jetzt da so drei richtig geile Stromfreunde. Freunde okay, das Stroms. Ist gut. Soll ich mal... Na gut, ich kann mit dem Baller noch warten, weil ein Schuss alleine bringt auch nichts. Aber wenn ich mal zwei, drei Schüsse hätte, dann könnte ich so gut zimmern. Geht das nur um Strom oder das hat kostet nur Strom. Das ist einfach mega teuer. Das ist unfassbar teuer. Jetzt, ich muss mal gerade gucken, was ein Schuss kostet. Was ist eigentlich hier das? Architekt, passiv, aktiv. Irgendwas habe ich gemacht. Ich weiß nicht was. Oh, irgendwas Gutes. Okay, das ist nicht gut gewesen. Das muss sofort repariert werden. Sofort. Oh, ey, die Waffe ist völlig unbrauchbar. Soll ich mal ein paar Mörser bauen? Die Kanone braucht 3000 Strom, höre ich gerade. Okay, das ist vielleicht nicht so smartest gewesen. Dafür sind wir einfach zu schwach. Seht ihr das? Der Laser wird zurückgeworfen. Weil ich da nämlich Super-Schutzschilde hingebaut habe. Seht ihr das denn nicht? Was? Okay, ich geb's auf mit der Kanone. Das ist nix. Ich glaube, ich kümmere mich mal um was anderes. Ihr könnt mal übernehmen. Ich mach mal irgendwie jetzt Strom und so. Maximal 13. Wir haben, das Tempo ist unser Problem. Wir haben nämlich Tempo minus 5 beim Strom. Ja, was ist denn da? Da ist irgendwas ganz extrem scheiße. Ja, das heißt, irgendwas verbraucht mehr als es. Alter. Was braucht denn so viel Strom? Wir müssen mehr Strom haben. Wir haben ein Stromproblem. Okay, jetzt sind wir mehr oben. Muss vielleicht irgendwas ausschalten. Den Reaktor. Aber wir haben diese. Ist es möglich, dass die Reparaturdinger halt auch ganz schön viel Strom fressen, die wir da haben? Ja, aber wir brauchen sie auch wirklich permanent. Also dieses minus 5, da müssen wir mal ran. Ja, das ist nicht als gut. Nächstes bitte nichts anderes bauen, außer Turbine. Nichts bauen, bitte. Ja, ich baue gerade Stahl, damit wir nicht so abgeballert werden. Okay. Ich kann aber auch gerne erstmal warten. Ja, wir brauchen ja einen Plan. Ja, okay, siehst du, da oben brauchst du nichts mehr hinbauen. Das kann doch nicht sein, dass das klappt nicht. Der haut uns das alles weg. Wir brauchen da oben was diese Raketen ablenkt. Kanone, Feuerstrahl, Brandenergiestrahl durchschlägt und entzündet Bauwerke und Projektile. Schwere Artillerie, aufweichende Gegenverteidigung. Ausschalten gegnerischer Waffen und Geräte, EMP-Raketen. Flak. Es ist Flak, oder? Was? Ich nehme mal eine Flak. Ich raff nicht, was der Scharfschütze bringt, weil man überhaupt nicht die Ziele sehen kann. Echt gesagt. Kurz warten, bis unten 800 sind. Moment, kurz warten. Oh! Jetzt sind 800, was willst du tun? Jetzt brauche ich sie nicht mehr! Ich muss mehr Dinger bauen. Ich fühle mich verantwortlich für die Errichtung weiterer. Ihr wisst schon, was ich meine. Strom. Alter, wir haben ohne Scheiß sowas von keinen Strom. Strom kann gar nicht mehr schießen.
Also, es tut mir leid jetzt schon, weil ich glaube, es war ein Fehler, diese Riesenrakete jetzt schon zu bauen, diesen Kanonen. Ja, die können sie dann wieder abreißen. Komm. Wenn die schon so Strom verbrauchen. Ja. Ey, wisst ihr was? Wenn wir einfach 5 Mörser hätten, würden einfach permanent mörsern, dann werden die schon länger. Ja, gut, dass du sie jetzt abbaust, weil die wird eh gleich zerstört. Okay, so. Dann müssen wir halt jetzt mit handelsüblichen Dreckswaffen wieder arbeiten. Wir waren noch nicht ready. Okay, was nehme ich denn? Also, ich gucke erst mal, wie die Flak hier funktioniert. Leute, jetzt sind wir richtig gut. Jetzt können wir richtig, ihr wisst Bescheid. Wieso kann ich den Scheiß hier nicht upgraden? I don't get it. Also ich kann mit der Flak ganz gut, glaube ich, die Raketen, wenn sie kommen. Aber man hat auch immer nur einen. Ah, oh, siehst du genau, jetzt lädt er nach. Okay, ich bin jetzt in der Flak und versuche, diese Raketen immer abzuwehren. Ja, machen die aber auch. Alter, der Flak ist kaputt, oder? Weil wir haben massive Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nein. Ey, weg in Müll. Ja, massiv. Nein, das! Wir kriegen massiv auf die Fresse gerade. Das sehe ich so nicht. Das Allerwichtigste ist. Jetzt hat der da oben schon wieder eine Turbine hingebaut. Die wird wahnsinnig. Wir machen das die ganze Zeit. Ja, wir brauchen da Strom. Ja, ich werde doch jetzt schon seit einer halben Stunde immer weggeballert. Ich mein, wir wehren uns ja auch nicht. Es tut mir leid, ich dachte. Nein, ich verstehe. Ja, ich meine, wir haben ja alle dasselbe Problem, aber es ist. Wir arbeiten nicht so also richtig. Guck, wie schnell sich das Rädchen dreht da oben. Ah, so, ich will jetzt, das nicht was drehen. Ich will die jetzt einfach anwärmen, Mann. Das ist mir jetzt egal. Ich glaube, es liegen hier grundsätzliche architektonische. Eure passive Art ist einfach nicht mehr zu ertragen für mich. Oh, ich mache jetzt wieder Mörser. So. Es muss doch möglich sein, dass wir unsere Front komplett aus Stahl einfach. So, ich habe was aktiviert. Wir haben jetzt alle irgendwelche krassen Fähigkeiten und können mehr bauen und so, aber nicht lange. Nutzt es. Oh nein, da bringt es gerade um. Leute, ich habe das Gefühl, das ist zerstört. Uns geht alles vor die Hunde. Die Moral ist am Boden. Wir haben schon aufgegeben. Ich weiß, das ist die schwierigste KI, die dieses Spiel jemals. Zur Verfügung gestellt. Das ist die Schach-KI. Mit dem neuen KI-Update von heute Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das, liebe Forza-Spieler, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt eine neue KI-Update. Die ist noch krasser. KI-Janie. Wer baut denn hier alles ab eigentlich? Ich, damit die Windräder atmen können. Ich glaube, Suizid. Ich glaube, das ist einfach geplant. Ehrlich gesagt, hatte ich auch das Gefühl, das sah für mich verdammt nach Suizid aus, was du da gerade gebaut hast. So. Siehst du, die Schüsse gehen direkt vorbei, weil da ist gar nichts mehr. Dumm. Die sind so dumm. Deren Dummheit ist einfach kaum mehr zu begreifen. Es muss doch möglich sein, dass wir uns aus diesem Loch wieder rausgraben. Dem Gegner hat es auch geschafft. Ja, aber der war auch nie in einem Loch. Ja, am Anfang haben wir ihm schon ganz schön zugesetzt, habe ich das Gefühl. Wir haben nur irgendwann haben wir uns mit der Energie so ein bisschen vertan. Ja, aber was? Ich habe es noch nicht ganz geschnallt, was hier die Energie so frisst. Ja, jetzt sind wir bei Tempo 21. Das ist gut. Wir haben viel Ressourcen. Alter. Und können sie gut lagern. Wir ballern aber auch einfach nicht zurück. Aber die Geschwindigkeit verstehe ich auch nicht. Da kann der Chat gerne mal helfen. Okay, ich feuere weiter einfach die Waffe ab, die einzelnen, die wir haben. Ne? Vielleicht. Ja, Sparraketen, mehrere Raketen, das wäre doch eigentlich gut. Wenn ihr mal unten rechts aufs Fragezeichen klickt. Vielleicht nochmal eine Batterie bauen oder sowas. Dann könnt ihr sehen, was. Tallager. Unten rechts, ganz unten rechts ist ein Fragezeichen. Könnt ihr den Skilltree sehen? Das ist ja Hammer, der Skill. Leute, Achtung! Ich glaube aber auch, die meisten Sachen haben die Energieschildträger kosten Strom. Mhm. Verstehe, das macht total Sinn. Ja, haben wir doch gar nicht so viele. Leute, jetzt geht's. Ey, seht ihr, jetzt 120 Tempo! Alter, jetzt können wir mal richtig zurückschießen, ey. Ja, nicht, wenn wir es jetzt wieder sinnlos ausgeben. Ja, lass uns gut überlegen, was wir jetzt kaufen. Ja, ihr habt recht. Und vor allen Dingen müssen wir upgraden. Ja, wir brauchen geile Waffen jetzt. Ey, Leute, wir müssen richtig gut sein. Ich gehe jetzt wieder auf klein, ne, und nehme die Mörser. So wie eben. Aber wir müssen auch ein bisschen. Ich brauche kurz mal 1000. Wartet bitte. Was? 1000 Energie oder was? So hast du. Moment, baut das nicht. Nee, geht nicht. Okay. Hast du da unten gebaut Maschinengewehr? Wollte ich auch. Ich wollte es upgraden. Oh, Achtung, warte. Oh, ja, nein. Das ist gut mit dem Maschinengewehr. Ich baller mal in die Richtung.
Das ist gefährlich. Dann kann man ja vielleicht da was machen. Okay, ich übernehme die. Oh, ich wollte gerade sagen, die Mörser. Alter. Jetzt haben wir wieder Tempo minus 13, Alter. Wir schaffen es aber, wir schaffen es. 97. Kannst du mal sagen, Nils, woran das jetzt, also was genau passiert da? Ressource-Max ist 1770. Haben wir zu viel Ressourcen? Oder was? Nee, ich frage mich nur, wie hast du es geschafft, dass es auf 78 kommt? Haben. Wie hast du es geschafft, dass Energie mehr kommt jetzt, schneller? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, das ist einfach so passiert. Du hast dich eben drum gekümmert, dachte ich. Nee, das ist, ich habe keine Ahnung, wie das geschehen ist, aber ich weiß, oder... Nee. Oh, heilen, Achtung, die Seile. Jetzt schießen wir endlich mal mit ein paar Mörsern. Ja, Mann. Da muss doch noch einer hin. Noch einer und dann können wir uns endlich mal wehren. Ja, wir hätten einfach, es war wirklich ein Fehler mit der Kanone. Wir hätten bei Mörsern bleiben müssen. Ja, 5 Mörser weggemörsert. Nee, ey, Nils, jetzt kann ich mein... Eine Gatling gar nicht. So, Achtung, Perk wurde benutzt. Jetzt habt ihr irgendwie wieder... Unten links dieser Button, ne? Ihr habt den auch. Ihr seht den ja. Nimm mal die Mörserstation mit in deine Rotation auf hier, die neue. Ach, da. Da oben die. Ja, ja. Nimm sie wieder auf und baller aus allen Rohren. Ich glaube, es geht. Kann man sein, dass man nur 3 maximal kombinieren kann? Moment. Nee, man kann nur 3 nehmen immer. Okay. Du machst Mörser komplett jetzt, Simon? Du machst dich um alle Mörser? Ja. Okay. Das ist gut, weil er kriegt auch richtig Schaden. Er ist richtig beleidigt schon. Und versucht da einzuschießen, nicht wo die Metallplatte ist, sondern in den Bauch rein, wo Holz ist. Es ist schwer, weil ich nicht sehe, wo ich hinballere. Ja, zieh doch mit dem Mausrad raus. Ja, aber dann kann ich den. Die anderen Mörser immer so schwer anwählen. Oh oh. Da wurden die ersten Mörser schon wieder gelöscht. Oh, die treffen ja nicht. Nein, es ist wieder kaputt gegangen. Nein, Leute! Die Energieschilde. Haben wir überhaupt noch Energieschilde? Nee. Haben noch gar keine Energieschilde. Nee, welche gehabt. Ah. Okay. Brauch kurz. Wo sind. Okay. Kein Problem. Alles ist gut. Kein Problem, Leute. Ich brauch noch einmal 1000. Was? Nee, ist okay, ist okay. Einmal noch. Okay. Danke. Boah, ist das hier ein. Oh, nein! Scheiße! Oh Mann, ey! Aber da sind noch. Wir haben noch Mörser. Einfach zurückschießen mit den Mörsern. Ja, aber die Bauer, die müssen erstmal gebaut werden. Das ist alles so. Gaming Bean, wenn du da. Okay. Ja! Nein! Diese verdammte KI! Wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? 34 Minuten. 0 versus 87% Reaktorgesundheit. Der hat einfach unseren Reaktor vernichtet. Aber wir haben 48.000 Schaden gemacht und der hat 40. Naja, wir haben mehr Schaden, aber er hat mehr reingehauen. Nee, der hat 4. Doch, nee, 40.000. Wir haben mehr Schaden über die Dauer gemacht, ja. Ah, jetzt kann man die Basis sich auch da angucken, wie er sie gebaut hat. Ah, das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Komm, wir machen mal kurz das Replay. Da will ich mir jetzt aber mal die Basis angucken. Der hat nämlich überall auch diese Dinger davor gesetzt. Also okay. 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Mining-Dingern. Der hat sogar vorher noch Holz gemacht. Vorher das Metall noch. Die ganzen Knarren stehen logischerweise vor Schleusen. Mhm. Aber mal, die Windräder sind doch voll dumm, dass er die im Gebäude hat. Aber, naja, das checke ich auch nicht, wieso die Windräder sich da drinnen drehen. Das ist irgendwie offen. Das ist wahrscheinlich, ihr seht ja die unterschiedlichen Farben irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass das offen ist. Die unterschiedlichen Farben? Ja, man sieht, das eine ist wie eine Ebene dahinter bei dem Holz. Das ist echt ganz schön cool. Das Spiel. Also, wenn man das richtig kann und da eingeübt ist, dann macht das, glaube ich, richtig Bock. Alter, wenn du so wie so alle Piratenschiff, ne? Und dann, und dann die ersten Treffen schon und dann weiß man genau, was man macht und die nächste Waffe und dann der Übergang. Ja. Ich glaube, das kann richtig geil sein. Das gefällt mir auch. Wir können auch, noch mal 2-gegen-1 spielen. Das ist vielleicht ein bisschen lustiger. Können wir nicht 3 gegen irgendwelche anderen Honks spielen? Oh ja, lass mal online gehen. Also ich möchte ungern gegen euch spielen, weil danach. Also wir eine Runde, dann spielt doch Eddie und du gegen mich oder mir ist das egal. Mir geht's nur darum, dass das vielleicht so ist. Dann haut ihr mich halt weg, aber dann. Ich muss sagen, du weißt genau, dass wir dich nicht weghauen. Ja, dann spiele ich einfach euch. Es geht doch nur darum. Okay, wir beide gegen Simon. Wieso denn
denn jetzt ich? Warum sitzt du mit Nils? Ist so unfair. Ich will, sucht euch was aus. Ich hätte nur Lust einmal irgendwie, dass wir einmal noch gegeneinander spielen. Und dann die Konstellation dürft ihr euch auch so. Mir ist ja, mir ist egal. Ich will auf jeden Fall nicht alleine spielen. Gut, dann Simon, suchst du dir aus. Möchtest du alleine spielen oder möchtest du mit Eddie spielen? Not oder Elend. Ich will gerade mal gucken, wen ich hier als Commander nehme. Naja, ich würde, also das ist so dumm, ne? Wen soll ich denn jetzt da nehmen? Hier. Leise heißt Nils und das andere ist Ede. Nils. Also, was? Ich wähle Nils. Du kannst Nils nicht wählen. Wieso? Ich dachte, weil Eddie wollte nicht alleine spielen, hat er gesagt. Ja, also darf ich nur wählen zwischen Ede. Oder allein. Nein. Allein oder Ede, ja, leider. Das ist die Wahl. Weil allein oder Ede, mach ich alleine. Gut. Unfassbar. Du musst hier Team ändern. So, du bist 2002, hab ich schon. Dann geht mal ready. Eddie ist 2003, ne? Genau, okay, dann können wir. Wie krass du einfach sagst, lieber alleine als mit mir. Das ist schon krass. Na gut. So, ich weiß, dass ja, du lass ihn uns Nils jetzt vernichten. Eher schwer machen wird. Lass ihn vernichten. Ich baue nochmal eine Mine. Ich auch. Und dann versuche ich mal ein bisschen Grundkonstrukt. Ist das okay mit dir? Du machst Grundkonstruktion und ich harass ihn schon mal ein bisschen. Ah, pass auf, ich habe nämlich ich sehe nämlich was. Und zwar, ja, okay, pass auf. Ich habe was. Wir sollten erstmal nach oben bauen. Das war nämlich eben der Fehler. Ja, pass auf, ich habe was gelesen. Schön nach oben. Und zwar diese, das ist wirklich so mit diesen Hintergrundverstrebungen. Dass wir da dann die Dinger bauen, die Windräder bauen können. Aber wie baut man die Hintergrundverstrebungen? Sagen wir dir nicht. Das sind einfach die dunkleren Dinger. Lässt Geschosse und Wind durch. Genau. Das heißt, wir können da unsere Dinger bauen. Und kümmerst du dich rechts um die Offensive sozusagen? Ja. Und ich baue erstmal so ein bisschen Ressourcenmanagement auf. Ey, if wir schon voll anfangen, ich bin nur noch gar nicht so richtig. Ich versuche doch hier noch gerade alles miteinander zu verbinden. Okay, komm, mach mal erstmal Wind Raid. Das war so dumm. Alles so dumm, was ich schon wieder mache. Ja, das bringt nicht so viel. Die Schüsse prallen einfach alle ab. So. Ey, ich raffe wirklich einfach nicht. Und es immer so lange dauert hier. Okay, wir haben schon gut Energie. Du kannst dich so langsam. Warte mal, dann pass auf, ich baue mal schon mal. Du musst schon mal die Upgrade. Hier, Werkstatt. Ja, Werkstatt ist unterwegs. Das ist natürlich auch geil, weil ich eben natürlich nichts gemacht habe von dem Versorgungspart und überhaupt nicht weiß, wie das geht. Aber. But I digress. Hm. Kann ich mal jemanden angucken, wie geil ich das gemacht habe? Guckt mal bitte kurz. Da kommt nämlich der Wind rein und dann dreht sich das Windrad. Und sogar noch geschützt oben drüber. Bin ich echt stolz auf mich. Die Windräder drehen sich voll lahm bei uns, Nils. Mhm, ich weiß. Das könnte. Ich akzeptiere nicht, dass der Simon etwas besser macht als wir. Ja, aber das ist. Na, noch drehen sie sich bei mir und doch, jetzt drehen sie sich. Niemand kann sagen, woran das am Ende. Ach, jetzt habe ich auch endlich verstanden, dieses. Metallding geht ja wirklich dann auch nur bei den nicht dunklen Holzteilen. Also man kann die Metallverstrebung nur darüber machen, wo eben das normale Holz ist. Endlich! Okay, das war's, was vorhin so komisch war. Und man braucht natürlich auch den Ressourcen. Okay, jetzt reicht's, aber ich habe irgendwie gar nichts Richtiges gemacht gerade hier. Zu beschäftigt damit. Was bringt eigentlich dieser Schraubenschlüssel? Immer wenn ich den drücke, passiert danach nichts. Wisst ihr, wenn man was anklickt, rechtsklick und dann Schraubenschlüssel? Reparieren, oder? Könnte natürlich so. So, warte mal. Da kommt jetzt kein Wind mehr durch, oder was? Ein Hintergrundverstrebung. Oh, das ist aber dumm jetzt gelaufen. Ach, so ist das. Oh Mann, ey. Das ist gar nicht so einfach. Okay, das bauen. Check ich jetzt auch nicht, warum das nicht geht. Aber okay. Ich müsste das. Hm. Diese Verstrebung da, die verstehe ich nicht. Was ist, warum ist das? Ah, jetzt geht's. Da war eine falsch gebaut. Okay, jetzt verstehe ich aber auch nicht. 500? Wieso kann ich die denn nicht jetzt bauen? Okay, Was, wie sieht's aus da bei dir? Wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Energie.
Also meine Windräder drehen sich nicht, obwohl ich hier... Versuch mal bitte, eine Schwarmraketensilo zu bauen. Ich konnte es gerade nicht. Raff's nicht. Ah, die musst du im Boden bauen. Drehen sich nicht. Und da hoffe ich, dass sie durchgehen. Aber die Windräder drehen sich trotzdem voll an. Das bringt uns Ey, bei mir ist es auch völlig scheiße gerade. So. Ja, pass auf, das wird alles. Da unten, wie soll denn da die Rakete rausfliegen? Ja, bitte? Ich weiß nicht, müssen wir probieren. Aber das geht nur in den Boden. Ja, aber. Ich hoffe, die fliegt irgendwie da durch. Wir werden sehen. Ey, ich habe keine Ahnung, wie die Mechanik. Die fliegt durch die gesamte Basis. Ja, wir werden sehen. Vielleicht. Okay, wenn es nicht klappt, bauen wir es halt wieder ab. Ich bin gespannt. Klar. So, machst du da Offensivwaffen? Sehr gut, du hast die Tür da gebaut. Du ballerst schon, ne? Ihr seid so Pimmel. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Bam, den Scharfschützen. Ich hab den Scharfschützen schon weggesprengt. Ja, der war keine gute Idee, ne? Sehr schön. Das sieht gut aus. Wir haben richtig viel Energie. Wir können richtig geilen Scheiß bauen. Ah, ich muss uns auch noch ein bisschen höher bauen da. Ne? Wie baue ich denn sowas hier? Wie baue ich das denn? Wie kann ich das denn jetzt bauen dahin? Keine Ahnung, Alter. Ja, ich glaube, ich habe eigentlich schon verloren. Das ist ja alles schon wieder so super kompliziert für mich. Ist das so? Ja, war ja klar, ne? Jetzt auch nicht überrascht. Ein 2 gegen 1 in so einem Spiel natürlich auch extrem ein Vorteil. So. Alter, wie soll man denn irgendwas hier machen? Ich krieg das ja schon weggeballert, bevor ich überhaupt die aufgebaut habe. Oh, da kommt was, aber es ist verreckt, kläglich. Okay, ich sehe. Das ist wohl kein besonders guter Schuss, mein Freund. Doppelrakete. Ich glaube, wir haben richtig. Die hat er abgeschossen. Krass. Ja, hast du das geil, gesehen? Ne? Hat nur leider mir halt auch nicht geholfen. Weil du ja einfach eine Rakete mehr hast als ich, sozusagen. Warum macht denn die Flak nix? Was ist mit der Flak? Die macht nur Flak. Okay, also wir haben richtig. Also wir können richtig loslegen jetzt. Schwarmraketen. Geht. Macht. Okay. Alles durch. Ich kann nichts außer den Dingern. Ich hab einfach nichts. Ich würde da gerne mal so eine Strebe ziehen, dann müsste ich den einen. Na gut, das wird auch damit gehen, aber wir sind da so ein bisschen offen. Nein. Also diese Rakete da unten, ich glaube, das bringt nichts, Nils. Wenn die nicht schießen kann, dann... Ja, ich kann mit der nichts machen. Ja, wenn die dann X, ja, dann ist, da geht das halt nicht. Dann haben wir die, dann bauen wir die wieder ab. Okay. Dann klappt das irgendwie nicht. Dann muss die irgendwie hier hinten sein oder was. Genau. Dann baue ich die ab. Ja, also so bringt mir leider gar nichts, was ich mir gedacht habe. Also ich baue mal ein paar Mörser. Willst du die dann... Ja, du kannst mal... Oh, was war denn das? Ja, ja, das ist hier ziemlich... Shit! Ja, der schießt hier. Wir müssen uns mal wehren, sonst gewinnt er aus irgendeinem Grund noch. Warte mal, ich mach mal. Tür. So. Du müsstest gehen. Ja, der knallt halt unsere Raketen alle ab. Ja, wenn wir mehr Mörser bauen, dann kriegen wir auch mehr Dinge hin. Einen Scharfschützen bauen und den da wegbolzen. Ja, ich komme da nicht mehr ran an den kleinen Penner. So, da sind jetzt drei. Ja, warte. Ja, warte. Alles gut.
Der Simon schlägt sich gut, finde ich. Kompliment. Benutzt du die Mörser eigentlich? Wir haben keine, oder? Ja. Nee, ich habe die nicht zuletzt benutzt, weil der die alle mit seinen Flachs wegschießt. Ja, aber der kann. Ja, aber der kann nicht alle auf einmal. Doch, doch. Naja, drei Stück konnte er. Jetzt haben wir nur noch Klappen und können eigentlich gar nicht mehr richtig bauen da. Ja. Warte mal. Ah ja, okay. Schießt du jetzt mit den Mörsern? Ja. Ja? Ja, also, wenn... Ja, mach, schießt gerne du. Nee, sag nur, was du machst, damit ich weiß. Ich hab's auch gerade versucht. Bäm, Junge. Das ist einfach... Also, willst du die Mörser machen, dann baue ich weiter? Doch. Okay, dann mach ich. Okay. Ich baller mit dem Maschinengewehr gerade. Setz ihn massiv unter Druck damit. Uiuiui. Wir müssen auch mehr Maschinengewehre haben, auf jeden Fall. Ja, die krassen Waffen, die dauern halt auch alle ewig. Wir müssen ja ein bisschen mehr unter Druck setzen hier, ey. Wir müssen mehr Angriffe fahren. Wir sind zu wenig offensiv. Was fehlt uns denn? 5000 Energie. Kacke, kann ich den irgendwo errichten? Wir müssen. Yeah! Setzen wir einfach unter Druck. Sieht gut aus. Ey, ich bin auch völlig überfordert mit dem hier. Ich weiß nicht, wie ich hier so bauen soll. Was bauen wir denn hier? Ey, sag mal, machen die Flakgeschütze das automatisch bei dir? Machen deine, glaube ich, klar. Auch. Das Abballern, ja. Wie denn? Ja, wenn du die richtig ausrichtest, dann funktionieren die einfach. Also dann ballern die halt. Du kannst es auch manuell machen, natürlich. Aber wieso machen die das bei uns nicht? Weil ihr ein bisschen doof seid. Du mörserst, ne? Ich mörser, aber es bringt nichts. Es kommt nichts durch, Nils. Na, pass mal auf. Was ist das, eine Kanone? Oder was hast du da gebaut? EMP. Also, okay. Alter, schnell was. Das ist einfach. Ich verstehe es nicht, wie wir an seiner. Wieso hatten wir das vorhin nicht, diese Abwehr? Nils, du kommunizierst auch überhaupt Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, welche Abwehr? Rakete! Rakete! Scheiße. Scheiß Rakete. Drecks. Ja. Okay, die machen ich versuch jetzt eine große Rakete zu bauen. Nein! Wir hatten drüber gesprochen, dass nur ich die großen Raketen benutzen darf, damit es fair ist. So, da kommt ihr. Was? Was war denn jetzt mit der großen Rakete? Ich hab doch dem Volk versprochen, dass die fliegen soll. Wie stehe ich denn jetzt da? Da kommt sie. So. Nein! Ja, super, er hat nicht geschossen. Scheißding! Okay, pass auf. Wo ist sie? Kanone. Was brauche ich? 900 Mark.
Ah, die machen das so gut, die Jungs. Ihr seid meine Jungs. Die Rakete macht's. Ich hab doch gesagt. Batsam! Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Es ist sehr schlimm. Es ist mit das Schlimmste, was passiert ist. Lasst euch nichts erzählen von eurem Kommandanten. Flieht, ihr Narren! Wir müssen mehr tun! Ich spare für eine Rakete, Tien. Spratz! Ja, ich hab jetzt schon vor einer halben Stunde die Frage gestellt, wie macht man das Flak abwärts, aber es antwortet nicht. Weil ich es nicht weiß. Und die nächste Rakete. Das ist ja auch nochmal ein Sachschutz. Ey, ich wollte da eigentlich, was baust du da? Ich wollte da eine Flak zur Abwehr, weil wir bombardiert werden. Mit wem rede ich denn? Ja, aber ich weiß, wir müssen uns auch wehren. Wir können uns nicht wehren! Wir können zum Beispiel mit der, vielleicht mit der Sniper-Rifle und mit der Präzisionswaffe die ausschalten. Das würde funktionieren. Wenn wir eine Sniper-Rifle haben und die genau auf die Kanone schießt, während sie aufgeht. Das ist so gut, Leute. Dann können wir sie einfach mal kurz drüber reden, wie gut es ist. Ja, du hast halt einen Wissensvorsprung. Ja. Sagst uns halt nicht wie. Du würdest dich so aufregen. Baut das Ding einfach und baut davor hier so ein Dingens. Und diese Flaks baut ihr so. Das heißt, quasi, dass die ein bisschen, nee, das der, hier ist nochmal was davor. Hier hast du ein bisschen Schutz, ne? Und das alles. Und dann baust du hier die Reparaturdinger noch. Aber warum schießt die von alleine? Meine schießt nicht von alleine. Also, du musst die einmal, glaube ich, richtig ausrichten. Was heißt das? Naja, sie muss halt in die richtige Richtung gucken, sozusagen. Und dann muss oben auch Luft sein. Also die hier, guck mal die hier. Schau mal, Ede. Okay, das heißt, wir dürfen diese Beispiel, schau dir die mal an. Die feuert automatisch hier alles, was in diesem Bereich kommt. Ja, aber wie? Ich mach das doch auch. Baller einmal in die Richtung. Aha. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dann ist die so arretiert, habe ich das Gefühl. Batz! Warte doch mal. Du musst natürlich auch an meiner unglaublichen Rakete vorbei, die sich jetzt eingeballert hat, ne? Alter, das gibt's doch nicht. Müll. Shit, keine Minen mehr. Ihr habt ein Glück, dass ich nicht weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Da kommt die Rakete. So. Zack, die Bo! Okay. Hui, da fliegt sie direkt auf den Sniper drauf. Ein Gebäude hat es zerstört. Also die Flak macht nichts bei uns. Ich Na Moment, Raketen kann die Flak aber auch nicht. Unsere schon. Nee, ihr habt keine Raketen, ihr habt Granaten. Nee, wir haben EMP-Raketen, habe ich abgeschossen auf dich. Die sind auch abgefangen worden. Aber habt ihr auch eine Flak? Okay, gleich wird ein besseres Leben auf uns warten. Hoffe ich. Wer hat denn schon wieder mir Metallstreben vor meine Flak gebaut? Das muss ein Ende haben. Wir müssen diese dicke Kanone da gleich nutzen. Unsere einzige Chance. Schablabu! Die Rakete ist am Fleischen. Da fleischt sie hin. Direkt drüber. Der Sniper hat aber echt ein hartes Leben. Gut verdientes Geld. Und die nächste Rakete. Da fliegt sie. Da fliegt sie direkt auf den Typen mit dem langen Gewehr. Ja. Krieg ich ihn jetzt? Ah, du Sau! Das war gut. Was hast du gemacht? Ich hab's manuell abgeschossen. Ich mache jetzt nichts anderes, außer deine Raketen abschießen. Und so, hoffe, dass der Nils irgendwas anderes macht. Bam, siehst du, was ich mach? Ich habe ihn kaputt gemacht. Siehst du, dass ich seine Raketen manuell abfange? Machst du super. Ja, aber das ist jetzt irgendwie unfair. Warum? Jetzt weil ich da ja. Vorsicht, Eddie! Jetzt mach was, Eddie! Aber wie lange muss die denn aufladen, diese Rakete eigentlich? Das ist ja Ewigkeiten. Eddie! Ich kann doch nicht, die lebt ewig Eddie, auf. Eddie! What have you done for me, Eddie? Du hast ja schon wieder ein Metallstreben davor gebaut! Was habe ich gemacht? Nein. Was erzählst du für einen Quatsch? Ja, ich habe den doch schon dreimal weggemacht, der ist immer wieder da! Ey. Ah, das hat ein bisschen Schaden gemacht. Brauch mehr von diesen geilen Raketen. Welchen meinst du denn, welchen Metallstreben? Das ist doch eine Tür gewesen, kein Metallstreben. Ja, aber er kann nicht automatisch abwehren, wenn du eine Tür baust. Schabutz, Alter! Der dicke Otto hat geschossen. Jetzt ist aber Alarmarama. Oh. Dicke Eumel. Die dicke Bertha, sie schießt. Oh nee, sie hat keine Munition.
Scheiße. So, da kommt der Eumel. Ah, du schießt den Eumel. Der Eumel schießt. Okay. Der Eumel schießt. Du schießt den Eumel, okay. Der Eumel! Ja? Machst du die, schießt du, kriegst du das hin, alle Raketen? Ich versuch's. Mann, ich habe so keine Chance hier, aber ich kämpfe. Mal hier, der Mörser da in der Mitte der Basis. Macht das überhaupt keinen Sinn. Alles gut, wir werden richtig gut sein gleich. In Kürze. In Kürze gehört uns die Welt. Pass auf, ich muss noch ein bisschen... Ja, das war der Siegesschuss! Gar kein Problem. Ja, ich muss sagen, ich war ziemlich geil. Ja, du warst sehr geil. Nein, aber ich aber ich mach jetzt ein Replay und guck an, wie ich geil bin. Ja, das will ich mir jetzt auch mal angucken. Ich hab das gar nicht. War hier so kommt noch, nämlich der finale ich war Schuss. So in meinem Dings gefangen. Hier kommt er. Ja, komm, wo ist der Schuss? Da kommt er, warte. Er kommt gleich. Er kommt jetzt. Ja, also wenn man euer Haus ansieht, das steht schon deutlich sicherer als meins. Hier kommt jetzt gleich der finale Schuss. Achtung. Ach, auch mit dem dicken Eumel. Ja. Mit dem Eumel. Könnt ihr es schon spüren? Erst hier mit der Flak abgelenkt und jetzt, Achtung, jetzt dauert es nicht mehr lang, Freunde. Da geht, öffnet sich schon die Schleuse. Boah! Oh, du hast also richtig den Schwachpunkt erwischt, ne? Da war nämlich auch irgendwie, da waren alle meine Maschinen, da war irgendwie alles. Hier, wir gucken uns nochmal den Einschlag ganz im Großen an. Ja. Hier kommt er jetzt, Achtung. Aber warum hast du den, ach, weil der Reaktor da war. Das hat ja unten, also die Batterien komplette hat sich in die Luft gejagt und damit auch den Reaktor, oder wie? Komplette Kettenreaktion. Aber es war nicht schlecht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, man kam so irgendwann rein. Aber ich habe, wenn diese Dinger mehr automatisiert noch ballern würden, hätte ich da, wäre ich nicht so konfus gewesen. Mich nervt, dass ich nicht rausfinden konnte, wie die Flak alleine abfängt. Ich habe es nicht gecheckt. Vielleicht geht's nicht, weil wir zu zweit waren oder sowas. Vielleicht macht ihr das nur, wenn man alleine spielt. Kann das sein? Das weiß ich nicht genau. Dass dann der Computer ein paar Sachen übernimmt? Das, ist tatsächlich möglich. Was ich euch sagen kann, ist, wir machen jetzt einen einzelnen Spot. Nur einen Spot. In der Zeit hast du die Möglichkeit, deinen ganzen Ärger, der muss immens sein, deinen ganzen Frust einmal runterzuschlucken, rauszupupsen. Und bis das passiert ist, sind wir gleich wieder da. In dir. Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Ging nicht, weil sie geupgradet war, schreibt ihr. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Beanstalk. Wir versuchen es immer noch rauszufinden. Prost. Niemand weiß genau, was geschehen nice, ist. Nice, ne? Leute, in dein Cubicle rein. Wonach steht euch jetzt der Sinn? Wozu habt ihr jetzt Lust? Sag mal. Also wir können jetzt noch mal spielen. Wir haben hier Alt F4 und vielleicht können wir mal ganz kurz auf meinen Computer schalten, liebe Regie. Da seht ihr mal den heiligen Steam-Account. Und da haben wir nämlich hier, wo ist es denn? Rogue Heroes, das habe ich mir mal gewünscht. Ja. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen Rollenspiel, wo wir zu dritt oder zu viert Koop spielen. Ich mach's an. Oder? Wie heißt das nochmal? Ja, okay, wollen wir es jetzt einfach direkt mal loszocken oder was? Ich meine, das ist halt 45 Minuten, das haben wir noch. Also ich weiß nicht, ob man jetzt Rogue Heroes hier direkt, aber wir können es auch einfach. Naja, so als Einzocken, ich fände es gut, dann weiß man, ob man es vielleicht nochmal spielen will und die Leute wissen es auch. Ich hab's natürlich jetzt hier gar nicht drauf, ne? Hast du es nicht? Du hast es nicht. Ich dachte, das hätten wir für alle, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre. Ich hab's drauf. Doch. Ja, schau mal. Ah, ja. So. Also, dann machen wir das jetzt so und spielen Rogue Heroes. Aber mir steht jetzt hier noch. Ah ja, okay. Jetzt. Ja? Okay. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, es hat mir nur gefallen, es stand da Koop-RPG oder Action-RPG mit Roguelite-Elementen. Mhm. Und ich dachte, erinnert ihr euch, als wir früher mal Castle Crashers zusammengespielt haben? Ja, das war nice. Richtig, der vielleicht Leinwand ist das ja so in der Richtung was. Es kann auch komplette Krütze sein, aber es hat gute Bewertungen gekriegt. Nicht. Team 17. Hier, guck mal, lokale Koop. Mach ich direkt mal hier. A oder F beitreten. So. Speicherabzeichen erstellen. Ich nehme hier das pinke. Müssen wir nicht Online-Koop machen? Das ist die Frage. Nee, Lokal-Koop habe ich gemacht. Ja, aber das, geht das so? Wir sind doch in einem Netzwerk.
Ich glaube, wir müssen. Glaub, so geht doch mal auf Lokal. Ich habe doch schon. Ich bin schon, ja, aber dann kann ich eben nur. Ich glaube, Lokal ist auf einem Bildschirm. Ich bin in Lokal. Lokal ist doch. Lokale Koop oder online. Okay, dann machen wir. Okay, machen wir online. Ich denke, so ist es. Du musst es dann wahrscheinlich einladen. Zufälliger Lobby bei Lobby erstellen. Aber nicht öffentlich, warte. Privat. Lobby erstellen. So. Freunde, los geht's. Freunde einladen. Lad doch mal. Wer ist was von euch? Ich bin super. Lad einfach uns ein. Wir ja, aber wer, ich muss ja wissen, wer ihr seid, um euch einzuladen. Ich bin Gaming Beans 2002. Wieso halte ich kein Vollbild? Wie lade ich dich jetzt ein? In Lobby einladen, zack. Und du bist Raketenbohne, Nils? Das ist korrekt, mein Name ist Raketenbohne. Ich bin sehr gut in diesem Spiel. Zum Zuschauen einladen. So. Habt ihr Einladung gekriegt? Geile Typen. Aha, Raketenbohne ist schon drinne. Ja, bin sehr gut im Einladung. Und da kommt The Gaming Beans. Und dann machen wir Spieler entfernen, Raketenbohne und dann geht's los. Da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Schade, dass ihr gemein seid. So, nicht alle Spieler sind bereit, lese ich gerade. Ja, nicht alle Spieler. Ich muss auch noch mal effen. So. Was ist denn hier los? Jetzt habe ich. Oh Gott, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man wirklich. Ja, das war wirklich ziemlich dumm. Ja, das war super dumm. Ich wünschte, ich lade euch noch mal ein. So dumm. Ich wünschte wirklich, du wärst nicht so dumm. So, warte, ich lade euch noch mal ein. Zum Lobby einladen. Geil. In Lobby einladen. So. Alter, es ist doch nicht zu fassen. Ich will aus diesem Overlay von Steam raus, drück Escape und flieg jedes Mal aus der Lobby. Und bei mir ist es auch nicht in Vollbild und ich weiß nicht warum. Soll man dir helfen? Im Menü einstellen, habe ich auch gemacht. Du gehst ins Menü. Brauchst du Hilfe? So, Moment. Wo macht man da, das? Da, unter Video und dann Vollbild an. So, ich lade euch jetzt einfach ein. Ja. Weil du es nicht ab kannst, mal nicht der Chef zu sein, ne? Du musst immer die Kontrolle haben, stimmt's? Es lief doch so. Ich mach nur mein Bildschirm auf Vollbild und es reicht schon, um mich als Ersteller der Lobby zu disqualifizieren. Du hattest jetzt 5 Minuten Zeit, ich finde, das reicht. Wieso hab ich denn jetzt. Guck mal, ich spiele es einfach mit anderen Leuten. Ich spiele es einfach mit. Ja, weil du nämlich. Weil du es nämlich auch nicht kannst. Tian, warum fällt es dir so schwer, loszulassen? So, wer macht jetzt was? Ich warte nur. Hast du jetzt eingeladen? Nee, ich geh jetzt wieder raus. Okay, mach jetzt eine auf. Nein, jetzt möchte jetzt Simon so, Lobby auf. Erstellen. Komm nicht mehr in deine Lobby. Dann werde ich doch eh wieder rausgeschmissen. Ja. So, in Lobby einladen. Komm jetzt rein. In Lobby einladen. So. Wenn das jetzt nicht klappt, bist du so offiziell. Wie macht man jetzt bereit? F. Es steht wirklich da. Es steht einfach wirklich ein großes F. Es steht ein großes F. Bei mir nicht! So, jetzt ist bereit und ich habe nicht F gedrückt. Ich weiß, ich habe nicht hingeguckt. So, los geht's. Du musst dieses Spiel starten. Dieses Spiel starten. Ja, du hast es geschafft. Sehr gut. Okay. Pass auf alle mir nach. Speicherung wird gewählt. Neu. Speicherzeichen einstellen. Farbe einstellen. Farbe auswählen. Ja, nehme ich, mache ich. Symbol auswählen. Schwert. F bestätigen. Man muss sich noch einen Charakter machen. Ausgewogener Kämpfer. A-Farbe. Dieb. Im Schneiderladen Freischeibenritter. Rot. Geil. Okay, nehme ich. Man kann nur den. Sehr ausgewogenen Kämpfer. B, Ansturm. Farben festlegen. Geil. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ah, richtig schöner Zelda-Flair. Bam, bam, bam. Okay, ich bin super dabei. Gespielte Zeit, Kilometer. Geil. Was macht ihr da? Ich habe mich upgraded, ich habe schon Level Up. Ich glaube, das ist. Ist das von den. Team 17. Towerfall Ascension, Leute. Egal. Geh doch mal mit raus. Lass uns mal. Was ist draußen? Ein oder mehr Spiele sind neu. Tutorial starten. Tutorial. Als ob wir jemals Tutorial gebraucht hätten. Tutorial. Hey, du bist wach. Du hast ziemlich übel ausgesehen, als ich dich gefunden habe. Der spricht mit dir, Simon. Ist wohl härter im Nehmen, als ich dachte. Okay, wir kriegen alles weg, weil es ein Rollenspiel mit Story ist. Okay. Okay, so. Ich bin ready. Kann ich den hauen? Quest. Oh, ich habe ihn angesprochen, tut mir leid. Edelsteine, was hast du gemacht? Ja, der will irgendwas. Ich brauche noch 80 Edelsteine. Kriegst du nicht. Ja, doch. Okay, diese Arbeitsmoral sehe ich gern. Von hier aus nach Osten und folge an der Gabelung. Ein Spot Werbung? Das ist schon die ganze Zeit. Die Regie hat das leider nicht ausgeschaltet. Ja, warte, ich habe natürlich. Ah, schade. Ah, Büsche. Man kann Büsche hauen. Das ist ja auch, ne? Alter, also, ey, Ruin, das ist wie in diesem Farm Simulator. Ich habe Geld gefunden in einem Busch, hat jemand einfach vergessen. Beim Vögeln aus der Tasche gefallen. Okay, haben wir ein Ziel? Ja, wurde gerade irgendwas gesagt, ne? Osten, oh, man kann sogar springen mit Schiff. Huch. Ein anderer Spieler hat das Spiel pausiert. Was?
Das ist Nils. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Hallo? Wie kann man denn da wieder raus? Oh, ich bin im Menü. Das geht hier. Mission, Ausrüstung, Inventar. Ich möchte da bitte sofort wieder raus. Hilfe. Alle gängigen Tasten zur Beendigung des Menüs funktionieren nicht mehr. Bin ich der Einzige, der nichts machen kann? Wie kann man denn da nicht raus, ey? Ah, warte. Jetzt geht's. Ah. Wir haben es wieder geschafft. Ey, das ist einfach Skill und Erfahrung. Ich glaube, andere Leute werden da jetzt dran verzweifelt. Held. Hätten aufgehört. Zwischen der redet mit mir. Kanal gelöscht. Kannst du mich hören? Einfach. Ja, ich höre dich. Ey, wer von euch macht das? Drück endlich A. Steig tief in den Kerker hinab, Stockwerk für Stockwerk, bis du Wächter triffst. Ich kann dich wiederbeleben, wenn du stirbst, aber kämpfen musst du selbst. Viel Glück, Held. Okay. Warte, das sind Schleimis. Ihr müsst aufpassen. Die sind gefährlich. Ich bin dumm. Gar nichts. Simon, wieso sind wir eigentlich beide rot? Warum sind wir so dumm? Ich habe vorhin eigentlich schon was super dumm. Ich dachte nämlich, rot ist eine geile, aggressive Farbe. Ich war ja auch lange vor euch schon drin dann und dachte, da haltet ihr euch dann auch dran, dass die schon gewählt wurde. Es ist kein Micro Machines übrigens, Leute. Ne? Man muss hier nicht voran und die Leute an den Bildschirm bringen. Aber es macht schon mehr Spaß, wenn der andere hinterher hinkt. Wir müssen. Oh, hier ist eine Eichel. Okay. Oh, ein bisschen mehr Leben. Wie macht ihr das jetzt? Zack. Oh, das ist so befriedigend. Warte. Killer. Geil, ich. Ein Elefant! Oh nein, das ist ein Elefant! Simon Kretschmer, der vielleicht erfolgloseste Zoologe aller Zeiten. Weil ich hab's nicht gesehen. Starb heute als ein Elefant mit einem Auerochsen oder was ist es? Also von vorne hatte es was von einem Elefanten. Ich hol euch Herzen. Das ist eine Tarnung. Euer bester Freund bin. Ist einer ins Wasser gehüpft von euch? Nein. Sowas würde ich niemals tun. Sehr geil, wie groß. Komm, wir gehen über die Brücke. Hui! Nur noch mit dem Schwert voran. Vorsicht, etwas ist in deiner Nähe. So. Das wäre mal was, so 100 Meter Lauf mit so einem Schwert. 100 Meter Schwert. Also quasi 100 Meter Lauf erschwert. Ja, das erschwerte 100 Meter Lauf. Ach Leute, jetzt rennt doch nicht immer aus dem Weg. Okay. Was denn? Rennen ist aber geil. So. Helf mir mal hier das Ding schieben. Schieb. Okay, geht nicht. Oh, jetzt hat er mir auch noch die Kristallkugel geklaut. Ey, wir sind ein Team. Ey, Schatzkarte, Kiste nur für mich, alle weg. Wir kommen gar nicht hoch. Kommen wir nicht hin. Ah, Mist. Kommst du nicht hin. Schade, was hab ich denn? Nee. Ey, geil. Feuerflamme. Ja, das weiß ich auch. Nee, die können nur Leute, die sehr gut sind in diesem Spiel. Nein, ich hab das. Ach, zum Elefant! Das auch. Ah, Fleischball. Oh, das ist hier. Wie, was, wollen wir nicht zur Schatzkiste? Dachte ich eigentlich auch, aber dann haben wir ein Oktopusgrab gefunden. Ist doch auch gut. Also, das ist schon sehr liebevoll gemacht. Ist das so ein richtiges, wie dann geht das? Ein richtiges Rollenspiel. Ja, das ist doch nice. Ja, ist ein Koop-Zelda. Bestimmt auch Dungeons. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Warp-Stadt. Warp. Wie weit wir schon gekommen sind, oder? Ja. Fantastisch, oder? Wir haben es ziemlich drauf. Meint ihr, das jetzt so eine jüngere, eine Ey, das freue ich mich auf Diablo, zugucken? Leute. Und total entmutigt sind, weil sie sich denken, so gut kann ich eh nicht werden. Oh, da ist der erste Dungeon, guck mal. Oh, ja. Terraka. Du bist die Herausforderung von Terraka. Ein Heldenherz kennt einen Held. Okay. Ja. Immer ja. Wir müssen mehr Tasten drücken, schreiben die Leute. Schatzkarte, Kiste. Oh, ich habe Taste gedrückt. Oh, Simon, wie kommt man denn da jetzt nochmal raus? Space, glaube ich. Leertaste, würde ich behaupten. Space. Oh, okay, Space. Warte mal, man kann aber mit F, hast du die. Guck mal, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wieso hast du die Kiste nie aufgemacht? Oh, es ist dunkel. Au, da war eine Schlange. Der bei mir auch. Fieses Vieh. Ich hasse diese Schlangen. Oh, Vorsicht, Elefant. Au. Alles mir, geil. Oh, da ist ein Mann auf Stelzen. Das ist ein Guck mal, geh auf den Schalter. Geh mal auf den Schalter. Schalter? Da ist noch eine Kiste. Noch Kiste. Hier ist ein Schalter. Beide ich auf den auch. Schalter. Passiert nichts. Achso, warte. Aber da ist die Kiste, deshalb gerade. Ah, ne, hier, die Dinger müssen wir da drauf schieben. Natürlich.
Ah. Also ich komme gleich wieder. Wobei, wenn wir zu zweit sind, brauchen wir, zu dritt brauchen wir das eigentlich gar nicht. Wir gucken mal, komm. Habt ihr das gerade gesehen? Nein. Mit den Waren? Nee, ne? Also das seht ihr jetzt nicht, oder? Ah. Ach, du bist schon wieder direkt am Pfeile kaufen. Nee, mal gucken, was der... Hat ja nicht lange gedauert. Kerkerplan. Ah, aber können wir uns nicht leisten. Wir haben nicht genug Kohle. Es sei denn, ihr habt noch ganz viel Geld. Nee. Wie swaffelt ihr jetzt um den rum, ey? Lass mal den armen Mann in Ruhe. Habt ihr den Kerkerplan gekauft? Nee. Ich hab gar kein Geld. Ich auch nicht. Ja, ist doch... Hä, ich hab doch voll viel eingesammelt. Wieso hab ich denn nichts? So, ist doch egal, dann lass uns doch jetzt einfach... Okay, ja, aber haben wir nicht gerade oben eine Tür? Wer ist denn da jetzt rechts? Ich hab keine Ahnung, aber vorsichtig, oben war doch gerade der Geheim. Ich bin da rechts reingegangen. Und alles. Halt! Oh, das ist ein Geisti. Geisti mit Geisternstein. Oh, Telefon. Irgendwas klingelt. Hört ihr das? Nein. Autsch. Ist jetzt... Aha. Au. Wir müssen an den Dingern ziehen. Will mal noch jemand? Telefon. Ziehen? Ja. Plus 20% Schwertschaden. F gedrückt halten und dann zurück. Ja, geht bei mir hier nicht. Echt nicht? Das okay. Ist auch noch rot. Boah, hier sind noch Schalter zum Ziehen. Ja, wir müssen das... Boah, all diese Drecksteile, ey. Wieso fliegen denn da jetzt Waren? Das sind gar keine Schalter zum Ziehen. Und nee, Geld. Ich hol mir ganz schnell Geld. Okay, also... Au! Da war die Falle. Was ändert sich denn, wenn ich hier... Ändert sich denn hier irgendwas? Ja, zieh mal weiter. Ich zieh auf der rechten Seite. Warte. Nee, aber jetzt doch. Jetzt müssen ja beide ziehen, logischerweise. Nee, es geht nicht. Doch. Haben wir schon versucht. Beide? Aber gibt's noch irgendeine andere Stelle, wo man ziehen kann? Weil wir sind zu dritt. Was hast du gedrückt zum Ziehen? F? Ja. Aber das Ding, guck mal bitte, ob da noch eine andere Schnur ist irgendwo vielleicht. Weil wir zu dritt sind. Vielleicht hat das Spiel sich darauf angepasst. Nee, ich kann die zweite Schnur nicht ziehen. Okay. Ach, nee, ich denke auch. Also da ist ja was mit dem Wasser passiert, aber das war irgendwie alles. Ja. Wir müssen wieder nach links. Da war nämlich oben im Norden war ein besserer Gang. Hier. Ich glaube, das war ein Fehler. Folgt mir. Da. Da ist doch eindeutig ein Gang. Muss hauen mit dem Schwert. Oh, Vorsicht. Oktopoden. Angriffe. Mit Shift könnt ihr so durch die durchrennen. Echt? Shift ist nicht so. Space. Ich hab einen Kerkerplan. Oh, das war dumm. Leute. Das interessiert euch vielleicht. Ja. Kerkerplan. Ich weiß aber nicht, so ein Schlüssel? Du hast einen Schlüssel, Nils, oder? Ich hab einen Schlüssel. Aber wir können ja auch wieder drücken. Oh, Achtung! Richtig gefährliche Stelle. Ja. Oh, kommen wir hier durch? Nein. Ich helf dir. Zu zweit sind wir stärker. Alter. Lass dich nicht rösten. Ah, genau in der Sekunde. Oh. Geht nicht auf. Müssen wir erst kämpfen. Okay, wir müssen alle Oktopoden besiegen. Dann können die kein Stromnetz mehr herstellen. Ach, man braucht... Ja. Ich muss diese Kiste bezahlen. Mit 26, aber ich glaube, wir können zusammenlegen. Ja, das wäre schön. Geil, alles besiegt. Ich glaube, wir haben fast... Es geht nur, wenn einer 26 hat. Gebt mir mal all euer Geld. Und dann kann ich die Kiste öffnen. Ich mache gerade erstmal alle Lampen an den alter Zelda-Manier. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Aber es geht nicht. Wie, es geht nicht, wenn wir es zusammen machen? Oh, da ist noch einer erschienen. Ah, verpiss dich. Ich bin Erster. Geil. Das hat was gebracht. Das hat die Kiste erscheinen lassen. Ah, da fehlt noch eine. Haben wir doch schon gemacht. So, ja, okay. Oh, was ist das? Oh, shit. Fuck. Fledermäuse. Oder wie ich sie nenne, die Elefanten der Lüfte. Oh, hier ist irgend so ein... Da muss man sich raufstellen. Vielleicht. Mehr Fledermaus. Oh, hier ist eine Kristallkugel. Hier ist links noch ein Schalter. Na, siehst du? Ah. Da geht der einfach so ran. Was bringt die Kristallkugel? Ah, gute Frage, ne? Die musst du jetzt mitschleppen. Oh, jetzt ist sie kaputt. Dann macht das, kann man so dumm sein. Ich hab sie einfach kaputt gemacht. Aber sie ist wieder da. Warte mal. Das ist doch irgendein Rätsel. Ich werf die mal auf die Statue hier. Okay, aber wir haben doch auch gerade einen Schlüssel bekommen. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich überlege, ob ich bald niesen muss. Das macht mich wahnsinnig, dass wir beide rot sind. Da oben muss man sie hinbringen. Oh. Wo? Hier, kommt mir mit. Ja, da oben rauf. Ja. Oh.
Ich hätte A drücken müssen. Ach, das ist doch unglaublich. Tut mir leid, ich hol sie nochmal. Wir machen ganz schnell Wettrennen, Simon. Wie du einfach original die falsche Richtung gelaufen bist. Ich? Nein, Eddie hat die Laufbänder nicht benutzt. Das ist Cardio. Geil. Oh, da ist die Tür offen. Oh, Endgegner oder was? Nee, Ebene 2. Ebene. Hier können wir jetzt Sachen kaufen. Kauf eine dauerhafte Abkürzungssteine. Null. Ziel 400. Steuer bei, Ziel 400. Ich habe 176. Oder, nee, gar nicht wahr. Ja, los. Wo bin ich denn? Alle doch, reinballern. 176. Wie mach ich das? Welche Taste? Wir haben alle 176. Was? Mach ich so? Ah. Nee, jetzt haben wir genug. Ah, jemand hat nur ein bisschen weniger. Und? Fertig? Ich habe nur zusammengefasst, was passiert ist. F drücken, bitte. Was denn, Nils? Ist das nicht eine gute Zusammenfassung der Fakten? F drücken. Drück doch einfach, bitte. Was ist los? Ich wollte nur, dass du drückst. Du drückst dich doch sonst auch. Okay, hey. Das ist nur ein Shortcut gewesen. Wir müssen wieder rein. So, sehr gut. So. Alter, sorry. Ich reiß diese Space-Taste bei dir raus. So, da ist zu. Was können wir machen? Hier ist noch eine Tür. Oh, Achtung, Okto. Strom. Ah! Au! Hey. Bomben, au! Au! Vorsicht, da will ich nicht raufgehen. Ja, toll. Boah. Kommt der Kraken, Freunde. Alter, wie krass ist denn bitte diese dumme Schlange? Ah, hier kann man wieder so eine Kugel nehmen. Alter, teilweise ganz schön knifflig. Oh, ich bin echt ein Geist geworden. Nimm den Schädel deines gefallenen Kameraden und bring ihn vorsichtig zu einem Wiederbelebungsaltar. Au! Das wäre eine Bitte, die ich jetzt an euch weitergebe. Nimm die Leiche und bring sie zum Altar, okay? Kann ich dich aufnehmen? Ich bin auch ein Geist. Shit, wie krieg ich euch wieder her? Nimm den Schädel und bring ihn zu einem Wiederbelebungsaltar. Kacke. Das heißt, ich muss jetzt hier rüber, ja? Geh darüber jetzt. Nicht Space drücken. Ich dreh durch. Und jetzt F? Nee. Okay. Zum Wiederbelebungsaltar. Und wo ist der? Das weiß niemand. Ich glaube, du musst erst. Ist hier oben einer? Nee, ne? Du musst, glaube ich, raus. Aus dem Dungeon. Wo ist die Tür? Wo komme ich denn da raus? Hol mal Simon auch noch. Ja, bitte, bitte, bitte. Wir können auch gar nichts machen, ne? Bist du auch tot? Das findest du lustig, ne? Naja. Das amüsiert dich. Held, auch wenn du soeben gefallen bist, dies nicht das Ende deiner Reise. Ach so, ist dies nicht das Ende deiner Reise. Ich werde dich wiederbeleben und dich in Sicherheit bringen. Nimm den gefundenen Schatz, werde stärker und kehre mit Mut zum Kerker zurück. Du bist tot. Warum sterben wir bei so einem Spiel? Aber wir haben den Shortcut ja freigeschaltet. Das reicht doch. Das macht's wert. Wer ist nicht bereit? Oh, einer konnte. Vielleicht drückt einer mal F. Ich muss parallel auch in den Chat gucken. Oh, ne. Wir sind hier wieder? Nee. Warte, kann ich die Farbe ändern? Kann ich das irgendwie ändern? Ja. Glaube ich schon. Der nächste, der von euch Space drückt, wird. Weiß ich nicht, aber irgendwas belohnt. Hoffentlich Schlechtes passiert. Kriegt eine Belohnung. Der will wieder was. Maul, Paul. Okay. Okay, Leute. Ja, das war ja richtig gut, dieser Shortcut. Was ist das? Ist das so ein Altar? Ja, geil. Da warpen wir uns jetzt hin. Warte kurz. Na gut, mach. Warp. Geil, Warp ist gut. Gefällt mir. Warte, ich muss den Schokoriegel beißen. Ich kann vorher nicht laufen. Okay, ich bin dabei. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt genau wieder da auch hinkommen und nicht so lange rumlaufen müssen. Ja? Oh, ich habe aus Versehen, nein. Es sind wohl auch. Komm nochmal zurück. Hast du dich original schon wieder verdrückt? Was hast du gemacht? Ja, irgendwie hat er jetzt gefragt. So, siehst du, wir müssen hier auf. Ja, gehen. Haben wir dafür bezahlt? Ja, der nimmt uns alles weg. Jetzt können wir hier nämlich in unsere Abkürzung gehen. Und sind direkt wieder da, siehst du? Naja, okay. Mega gut. Ja. Es gibt übrigens mit Control, wenn ihr Control drückt, ein Schild. Das ist ja toll. Da kann ich das hier auch
bei den Spikes benutzen. Nee, bei den Spikes funktioniert es nicht. Gut zu wissen. Hier, Ratten! Ah, Ratten, Ratten! Ratten, Ratten. Ey, Leute. Was ist los mit mir? So. Ey, ich wette, ich bin mit Nils hier bei den Dingern, oder? Nee. Nee, mit dir? Was ist denn eine Frage? Du bist der Gierschlund. Gierschlund. Ey, wie kommst du eigentlich darauf, dass ich der Gierschlund bin? Naja, also, komm, muss ich mir schon recht geben. Also wie ihr euch gegenseitig schützt? Nee. Hinter diesem Klischee. Das sind wirklich einfach Erfahrungswerte. Das ist euer Schild, ist das Klischee. Und da seid ihr euch schön einig. Weil da kann euch keiner was. Alter, hier geht's aber. Alter, die sind richtig heftig, ne? Die Schlangen sind gar nicht so ohne. Hau mal ab. So, ich helfe euch aber jetzt nicht. Alter, voll Indiana Jones-eske Schlangengruben. Alter. Wie wir es komplett alleine ohne Nils gemacht haben. Aber die haben viel ausgehalten, oder? Die Ratten hier. Dann ist es schon richtig stark. Die sind relativ schlecht in diesem Spiel. Ist das ist ein Gang, oder? Um runterzugehen. Ach, das ist hier hoch. Oh, jetzt bin ich da. Nee. Das ist ja interessant. Los, hau, hau! Okay, ist offiziell ein cooles Spiel. Das ist Skelettes. Die mögen keine. Okay, ich glaube, wir müssen die Fackeln anmachen wieder. So. Nicht, ich bin hier mit euch eingesperrt. Ihr seid mit mir eingesperrt. Aber wir sind doch gar nicht eingesperrt, ich bin tot. Könnte mich jemand wiederbeleben? Ich war zu arrogant. Nee, Alter, ich sehe mich nicht hier, Eddie. Geh mal, ich muss mal wieder zurück. Hä, wo bist du denn? Ich muss mal jetzt so da. Die Geister sind gefährlich. Ich sehe nichts, Eddie. Wo bist du denn? Ja, da unten links. Du musst mir mal Raum geben. Ja, jetzt bin ich tot. Ihr seid doch Geister. Das ja, jetzt bin ich ein Geist. So, ich bringe euch jetzt zum Lebensaltar. Das finde ich gut, aber fang bei mir an. Bleibt mal bei mir, anstatt unnötig das Spiel. Wo sind denn eure Köpfe? Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht. Ja, genau. Da unten links ich weiß nicht, meiner. Wo meiner ist. Meiner ist unter dir. Also, nee, Nils, hol erst mal. Ede. Ja. Hol doch erst mal meinen. Meiner ist direkt da. Hör doch zu. Geh mal hier rechts. Oh. Rechts. Spring runter. Du hast mich ermordet. Und dann da drin. In diesem Gebäude sozusagen. Ah, okay. Oh. Ich habe auch kaum noch Energie, kann das sein? Du hast 43. Ach, die sind hier unten, die Dinge. Das bin ich, oder das ist, ach, das ist nur Nils, der dich da irre macht. Ja, das ist sehr hilfreich auf jeden Fall. Mein Name, sag meinen Namen. Du. So, und jetzt nehme ich hier Player 2. Und wo muss ich ihn jetzt hinbringen? Zu einem wir Tempel. Waren einst Freunde. Ist da nicht ein Pfeil? Ich glaube, der Pfeil an deinem Kopf zeigt, wo es hingeht. Verraten. Meinst du? Ich weiß nicht. Der zeigt, wo ich hingucke und das Ding hinwerfe. Ja, du hast recht. Das ist wie immer sollst du versuchen. So, wo kann ich den jetzt hinbringen? Ich weiß nicht, aber ich schau mal in den Chat in der Hoffnung, dass da jemand Erbarmen mit uns hat. Moment, ich bin nämlich auch fast tot übrigens. Vielleicht hier? Du entfernst. Ich hab ihn immer noch in der Hand. Von meinen sterblichen Überresten. Weiß niemand, wo ich das Ding hinbringen muss. Nee. Ist das dieses Ding bestimmt, oder? Ja, das ist es. Aber wie soll ich denn da hinkommen mit 6 Energie? Jetzt holen wir gleich den Nils auch, ne? Den holen wir gleich. Kann ja, folge uns. Wir machen dir den Weg. Ich hab noch hier. Eine Energie. Ja, warte. Jetzt, Achtung. Jetzt hier, runter. Okay, warte. Nils, du machst es wirklich nicht einfacher, ne? Er lebt doch noch. Okay, nein. Ich habe noch ein Energie. Ja, dann geh hoch zu dem Tempelding. Ja. Da, du musst doch gar nicht kämpfen. Ja, ich muss doch den Weg freischaufeln. Ach so, dass den Dings nicht dabei gehabt. Danke! Ich bin wiederbelebt. Eine neue Chance wurde mir gegeben. So, warte, dann lass ich mich kurz sterben. Was? Nein! Das ist gut. Doch, das ist eine super Idee. Und jetzt kannst du mich hier direkt wiederbeleben. Wieder. Aber Simon wird wahrscheinlich das nicht schaffen. Ich weiß jetzt schon einen. Ey, ich kann nicht. Ich sehe nichts. F! So. Das war der Text, Alter. F. Oh, der ist verbraucht. Nein! Der ist kaputt. Oh, das ist ja gemein. One-Schädel only. Jetzt habe ich mich geopfert und dabei ist da gar nichts mehr. Das ist echt hart. Warte, ich versuche mal mit dem Feuer, ob ich das eventuell wieder anzünden kann. Oder irgendwas. Mit dem Feuer kann auch die Schatzkiste. Ja, aber hier doch nicht, das ist doch ein neuer Ort. Doch, hier waren wir schon. Hier waren wir schon? Kiste, ja. Dein Opfer habe ich wahrgenommen. Jetzt hast du meinen Schädel kaputt gemacht. Aber es reicht nicht. Dein fucking Ernst? Um hast meinen Schädel kaputt gemacht. Siehst du, da habe ich den Schlüssel. Nee, der liegt da noch, der Schädel. Nehm ihn mit.
So, wir finden jetzt für euch. Was ist so fucking annoying? Wir finden jetzt für euch eine neue Statue. Ne? Ich bin schon so lange. Es tut mir echt leid, dass das jetzt so ist, wie es ist. Okay. So, ich habe eine gesehen. Geh hier links. So, da durch den Dingens. Durch den Teleport? Ja. So, rechts. Und hier in dem Raum ist einer, weiter unten. Geh mal nach unten, dann siehst du ihn schon. Da rechts siehst du ihn stehen, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ja, wie man da hinkommt. Am besten nimmst du meinen Schädel. Der wartet schon. Der kommt doch gleich. Scheiß doch auf den, der sich selbst umgebracht hat. Selber schuld. Nimm den, der das Leben. Ich finde, er hat ein paar gute Argumente, aber ich habe keine Zeit dafür jetzt. Wie komme ich hoch? Geh mal nach unten. Hier, nee, auch nicht. Du kommst auch nicht hoch. Shit. Nee, geh mal hier in den Tempel wieder rein, wo du gestorben bist. Jetzt nach links? Nee. Das ist nichts, ne? Doch, hier, nee. Ja. Der führt dich in die Irre. Schmeiß ihn einfach. Schlag mal hier rechts gegen die Gardinen da. Schlag mal gegen, gegen die Gardinen. Ja, so ist gut. Nee? Ah, okay, ja. Nein, der falsche Kopf. Und hier unten die Dinger. Und beide zu. Och, das gibt's doch nicht. Na, wir finden schon einen Weg. Hier da, ich muss nämlich hier hoch. Und es wäre schneller, wenn wir alle sterben und zurück in den Dungeon gehen. So ist nee, gut. Ich hab's. Ja, es ist ja zu. Oh, shit. Schieb mal die Säulen. Vielleicht kannst du die Säulen schieben. Ja, siehst du? Nervst mich. Alle Säulen musst du schieben. Aha! Siehst du? Okay, ich weiß das jetzt. Okay, ich hab ihn. Warum hab ich ihn auch genau da eingeworfen jetzt? Weil links ist doch direkt ein. Ich hol dich doch gleich. Shit, und zusammen müssen wir jetzt wirklich den Nils erstmal holen. Ja, aber danach ist der Altar ja verbraucht. Ja, deswegen, danach müssen wir den Nils wir erstmal. Ja. Was machst du? Ja, erstmal warten. Leg ihn doch da drauf. Na! Jetzt ist kaputt! Das kann ich doch nicht wissen! Ich wollte ihn doch, damit ich hauen kann! Ey, das tut mir so fucking leid, aber ich meine, ich habe ihm alles gegeben. Ja, dann hol doch wenigstens meinen Schädel. Ja, jetzt lass mich doch vorher killen. Nein! Warum? Ich finde, wir haben genug für heute. Nein, wir haben noch. Nee, wir haben noch eine Session. Zeit. Wir können auf jeden Fall noch einmal dahin laufen. Wiederbeleben. So, ich drücke F. Oh mein Gott. Einer von uns konnte wiederbeleben. Ich wünschte. Der Beste ist es wohl. Könnt ihr euch jetzt. Guck mal, Farbe festlegen kann man da unten. So geil, dann nehme ich jetzt mal Geld. Ey, dass der den. Das wusste ich halt wirklich nicht, dass der da. Wahrscheinlich nach dem zweiten Mal wegwerfen geht er irgendwann kaputt. So. Ich nehme jetzt gelb. Aber es ist so typisch, dass das passiert einfach. Ja, es ist wirklich so typisch. Die haben es einprogrammiert, damit das passiert. Was? Du darfst nicht. Ich weiß auch, was passiert ist. Du hast nämlich die Maustaste gedrückt und dadurch geworfen. Wenn du F drückst, legt er ihn ab. Da ist ein Unterschied. Das ist quasi der Unterschied. Ach so, ich dachte mal, wenn man ihn ein paar Mal hinwirft, ist er irgendwann kaputt. Ah. Wobei, du hast ihn vorhin ja auch geworfen, dann ist er nicht kaputt gegangen. Wahrscheinlich, weil du ihn an die Wand geknallt hast. Ja, es war einfach. Ich glaube ich auch, aber du hast aber richtig dir Mühe gegeben. Wo ist die Statue? Wir wollten noch hier unten, teleportieren. Oder? Ist nicht hier? Nee. Nee. Ihr seid schon zu weit. Dann muss es ja hier auf der linken Seite. Da. Ja. Guck mal, da ist also eine. Also, ich bin ja. Was ist mit der? Tina, ich habe gehört, dass viele Göttinnen. Was? Göttinnenaltäre. Wie diesen ganz. Ja, ja, bla, bla. Okay. Sind sie nicht wirklich wunderschön? Ja, ja, komm. Tina, jetzt mal ruhig jetzt. Tina. Stark, Leute. Wir haben es fast durchgespielt. Ja. Ich spüre das Ende schon. Oh, da ist ein Dachs auf den Baum geflüchtet. So, alle Diamanten müssen abgegeben werden und dann gehen wir direkt hier rein. Warte, wir können erstmal an das Ding zurückkommen. Oh, sorry. So, Schlüssel und rein in die Bulette. So, jetzt am besten macht ihr nur das, was ich euch sage. Hä, da ist ein Thron. Was ist das? Bringe den Schädel. Ja, können wir uns merken. Ah, das ist auch wieder so einer. Aber der war vorhin noch nicht da. Nee. Das Spiel hat sich gedacht, okay, ich mach den lieber noch mal. Dämliche Fledermaus, Alter. Boah, die sind ja ganz schön am. Da sind jetzt lauter Dinger. Alter! Au. Hab ich noch Leben? Okay. Oh. Also, wir haben nicht mehr.
Einer hat sehr wenig Energie von euch. Wahrscheinlich ich, weil ich sehr mutig bin. Oh, ist das Ding kaputt gegangen. Wir müssen erstmal zum Kotzen. Erstmal machen wir alle platt. Dann geht's uns auch besser. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas? Hast du das Ding, ja? Wirst du eigentlich immer mit Absicht gegen den? Ist doch scheißegal. Das Laufband. So. Da ist übrigens auch noch mal so ein Thron. Ich bin jetzt was aufgegangen. Da, nee, da kam er her, oder? Nee. Hä? Sehr ulkig. Auf ihn! Sind die auch alle random zusammen. Die sind stark. Hau nicht ab! Die sind mega stark. Wer haut denn da schon wieder ab? Oh, da ist schon wieder einer tot. Ich hol ihn. Komm, ich nehme ihn. Du kannst besser. Okay. Guck mal, das meine ich, ne? Wenn ich das gemacht hätte, hätte der mich voll ausgeschimpft. Da haut der Nils wieder ab. Kein Wunder, dass ich sterbe. Wenn der Nils abhaut. So hätte ich mir das dann anhören müssen. Wer ist Geld? Das hört sich schon sehr authentisch an. Ich wollte doch nur mit dem anderen gucken. Ja, wir kämpfen gegen Skelette. Ja, und du haust ab und ich sterb. Nein, du bist nur sauer, weil ich nicht gegen das Skelett kämpfen wollte, was du wolltest. Die sind krass, die Skelette. Ihr seid viel zu schlecht. Deswegen müssen wir zusammenbleiben. Und ich hier. Oh, Achtung, Knochenwurf. Oh, Knochenwurf. Vorsicht, Knochen wird geworfen. Vorsicht, Jungs. Oh, nein, Knochen. Jetzt bin ich tot. Ja, weil du auch alleine läufst. Jetzt bin ich auch tot. Ihr seid ja schwerer zu. Jetzt, ganz ruhig. So, ich hole jetzt euren Schädel und dann hau ich ab. Autsch. Nimm bitte, nimm nicht meinen. Oh, okay. Das wird so lustig. Du bist so gut wie tot, Alter. Nein. Wenn du jetzt. Du schaffst es nicht. Du kannst es gar nicht schaffen. Es ist unmöglich. Unschaffbar. Ihr denkt der das. Der unschaffbare Nils. Wo gehst du denn hin? Ich will einfach irgendwo den hin. Typ ablenken. Du kannst ein Fenster zurück, da war eine hier? Statue. Nee, wo wir herkamen. Ich wollte das ist ein anderes Fenster. Aber vielleicht, vielleicht ist da auch einer. Ja, ich. Pass auf. Ich gehe jetzt da rein. Und dann den haben wir doch schon benutzt, ganz am Anfang. Ganz am links. Jetzt geht da die Laufbänder nach. Ja, die geht aber schneller. Also diese Mechanik mit dem Totenkopf finde ich nervig. So, guck mal, wie, ja, so kann wie ich jetzt sagen. Euch. Man ist so abhängig. Ich beschwöre dich. Du bist das. Nee, ich bin das. Wer ist das? Ich bin. Nicht. Oh, ich bin. Du bist. Ich dachte, du wärst. Okay, holen wir Ede. So, ich vor, ich hab. Nee, warte, wir haben beide wenig Energie, aber ich hab noch ein bisschen weniger. Ja, aber da Moment, ist ja gar nichts. Keiner. Ihr müsst in einen neuen Raum gucken, dass da irgendwo ein Altar ist. Okay. Gehen wir hier links rein, Alter. Oder? Hier von links? Alter. So, jetzt, ich hau ab, denn ich kann ja nicht kämpfen. Ja, aber alleine ging zwei. Ah, ich bin eingebrochen! Nee! Oh. Das, ja. das konnte ich ja nicht ahnen. Vorsicht, ja. Das sind so dunkle Bodenplatten. Oh ja, man sieht sie. Sagt mir Bescheid, wenn ihr eine Statue seht. Ja, ich versuche auszuweichen. Das war aber ein Riesenraum, ey. Nicht! Oh! War sehr knapp, ja. Fliege ich dir automatisch? Wo bin ich denn überhaupt? Also hier ist gar nichts. Ich sehe mich gerade auch nicht. Ich kann natürlich jetzt. Kann natürlich versuchen, jetzt die Rätsel oder so zu lösen, aber das hilft jetzt auch nicht weiter. Du schaffst den Raum niemals ohne uns. So, ich leg den Schädel mal ab und guck mal, ob hier was ist. Oh, nee, gut. Auch nicht. Doch, warte mal. Ach, nee. Nee. Aber ist ja aufgegangen, hast du gesehen, ne? Simon? Der Vorhang? Ja. Oh, Ficke. Du lebst aus irgendeinem Grund. Ja, aber da ist nichts. Nee, du kannst nur die Vorhänge weghauen, aber da ist eine Mauer. Ja, aber irgendwo, ich werde beim. Irgendwo muss ja mal ein Durchgang sein. Das können ja nicht einfach, das bringt ja nichts. Ich muss sagen, das ist schon irgendwie ein großer Raum. Fuck. Nix. Nix ist hier. Da blubbert irgendwas raus. Vorsicht, die sind das so Problem stark. Ist, die sind zu stark. Ich krieg die Dinger gar nicht an. Hä, hast du gerade irgendwas da gemacht, Eddie? Ja, irgendwie hast du den gekillt, oder? Ja. Nee. Der war auf einmal tot. Oh, ich Idiot, falsch geschoben. Ich kann nichts machen. Ach, guck mal, ich kann in den Topf. Ich bin im Topf drinne. Hier, siehst du, der Topf? Ja, ich auch. Und dann kannst du gegen die Gegner vielleicht. Wie hast du das gemacht? Ja, Simon, ich hab dir was freigetopft. Das kannst du dir holen, hast du mehr Health. Kannst die Töpfe kaputzen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir können in Töpfe reinhüpfen. Und dir Sachen holen. Oh, super. Ich hoffe, du freust dich über unsere Geschenke aus dem Gegensatz. Was machst du denn da irgendwas, Eddie? Ich kann ihn irgendwie verrückt machen, glaube ich. Verfluchen oder so. Du kannst ihn nerven einfach wahrscheinlich. Das kannst du auch ganz gut. Wo bin ich denn? Okay, ich hab wieder Energie und alles. Nee. Ja, jetzt geht's wieder nicht. Dann gehe ich wieder zurück, oder? Ja. Ich kann's auch nicht machen. Was? Ja, du bist zurückgegangen auf einen anderen Art, aber eine Abkürzung.
Ich habe das Skelett ja nicht zu uns gelockt. Ja, wenn man davon jetzt sich jetzt ein Replay angucken könnte, würde man sehen, dass ich weit weg war von dem Skelett. Jemand anders, oh, guck mal! Koop-Spiele, oder wie wir sie nennen, Beef. Beef. Nein, das war ja schön. War wirklich schön. Das ist echt was. Ja, mal gucken. Ging es dir schon so? Ja, aber es war doch eigentlich... Ja, ja, aber hat mit anderen Leuten noch mal. Es gibt in meinem Leben keine anderen. Das ist das große, große Drama. Das ist auch mein Problem. Ja, aber es war mal ein Versuch wert. Aber ich weiß nicht, es hat jetzt nicht den... Hat mich noch nicht in seinen Sog gezogen. Ist ganz nett, aber jetzt... Ganz süß. Nett. Zum Anspielen fand ich völlig in Ordnung. Wenn Diablo Resurrection, Diablo 2 hier, der Remake, noch mal kommt, den spielen wir schön. Ne? Mhm. Ja, okay. Bin ja eigentlich kein Diablo-Fan, aber mit euch... Ich liebe Diablo. Kann das ja nur gut werden. Das wird... Kann das ja nur Loot werden. Das wird gut. Gab's eigentlich bei Diablo 2 schon getrennten Loot? Ich glaube, das haben die jetzt alles integriert. Also die haben jetzt da so einige Quality-of-Life-Verbesserungen drin. Das kannst du in der heutigen gesellschaftlichen Lage kannst du nicht mehr Diablo machen. Rausbringen. Was, das ist, vielleicht aber ich glaub, ist es das eine. Ich glaube, ne? Es gab das Trendest Loot. Das war ja nur damals, erinnert ihr euch noch an, wie hieß das Ballerspiel? Serious Doom? Sam. Nee, mit das Rollenballerspiel, mit den vielen Waffen, mit den Knarren. Borderlands. Oh da warst du nur, weißt du noch, nervig. Da haben wir dann die Endungen des Damages von der Waffe genommen, und es gerade ungerade war, je nachdem aufgeteilt, weil es kein eigenes Loot gab. Das ist total dumm, weil du allein, also weil wenn du es aufteilst, dann musst du jedes Mal, müssen alle vergleichen. Ja. Das ist total nervig. Haben sie ja dann im dritten, glaube ich, jetzt geändert. Also, im zweiten, glaube ich, auch schon. Naja, gut, Leute, jetzt gibt's nämlich gleich Bundesliga. Das wird sich der Simon auf jeden Fall angucken. Ja. Der ist auf jeden Fall hier. Was gibt's Neues? Es hat sich wieder einiges getan heute. Da werden wir natürlich drüber reden. Also bleibt dran. Bundesliga für alle Fußballinteressierten. Und die noch haben auch einen neuen Ball. Und die Tore sind ab jetzt, kriegen die so ein Zebramuster. Was schätzt du, wie breit ist so ein Fußballtor? 2,50 Meter, weil das der breiteste gemessene Torwart ist, 2,50 Meter breit. Der kann sich genau reinstellen. Ja, das haben sie. Der wird dann immer, der ist auch sehr begehrt, weil der steht da genau Tor. Rein und keiner kann mehr reinschießen. Ja, Toni Tor. Toni Tor. Ja, der heißt so. Absolut. Tor. Ey, Leute, ich krieg schon einen Anruf hier gerade vom, ja, wir sind gleich da, vom Bundessendeministerium, dass wir jetzt mal langsam runter müssen. Du kannst jetzt da noch, pass auf, du hast jetzt noch 3 Minuten Zeit für ein Moin Moin. 3,5 Minuten. Simon, moin, moin. Hatte ich schon. In der Zeit gehen wir runter. Ist das so? Ja, ich bin jetzt ganz alleine hier. Du machst bitte 3 Minuten. Das, was du am besten kannst. Okay, ich will mal ein bisschen strecken. Ich gehe auch runter jetzt. Dann werde ich an dieser Stelle kurz noch mal in die Kamera moderieren. Was haben wir heute hier gesehen? Wir haben gesehen, dass auch Menschen, die völlig unterschiedliche Kompetenzen haben und auch Grenzen, dass die miteinander können. Dass selbst Leute, wo man sagen würde, die sind sich aber spinnefeind. Die sind ja aber strategisch auf den beiden Enden diametral zueinander angeordnet. Diese Menschen sollen zusammen ein Fort bauen. Und es hat geklappt. Diese Menschen sollen zusammen einen Dungeon raiden. Und es hat geklappt. Ihr seid diejenigen, die hier falsch liegen. Denn der Dienstag ist ein Tag des Teams. Am Dienstag zählt ihr endlich raus? Am Dienstag zählt vor allen Dingen ein 4-Buchstaben-Wort, Team. Nicht etwa jetzt, ich will jetzt anfangen, über euch zu lästern. Kannst du bitte, ich habe jetzt schon nur noch 2 Minuten Zeit. So, das war natürlich schön. War schön, war lustig. Es sind auch beide Spiele, die ich mag. Es war natürlich eine schöne Runde mit den Jungs. Ist natürlich alles Spaß hier, wisst ihr hoffentlich. Ne? Nicht, dass ihr uns wieder vorwirft, dass wir uns nur ankeifen. Das machen wir, weil für uns ist das Unterhaltung. Wir finden das lustig. Und jetzt kann ich geben, kann ich gleich noch einen Tipp abgeben. Und zwar werde ich morgen Abend, habe ich ja meinen typischen Simon zockt oder Simon macht irgendwas Slot. Da haben wir schon diverse Sachen ausprobiert. Unter anderem haben wir ja das FMV-Spiel geschrieben, der Gunnar und ich, Kommissar Steins erster Fall jemals. Da hat uns auch jemand ein Cover-Artwork gegeben. Danke an dieser Stelle dafür. Das Cover-Artwork nehme ich sehr gerne an, werden wir auch direkt aufs Video packen. Und es wird auch eine Fortsetzung geben, einen weiteren Arbeitsteil sozusagen. Also wir sind ja noch nicht fertig, aber wir möchten irgendwann fertig werden. Also werden wir uns noch mal zusammensetzen mit euch und das alles uns ausdenken. Aber das wird es nicht diesen Dienstag geben. Denn diesen Dienstag, also morgen, haben wir Montag? Genau, morgen gibt es mit mir eine, wie nennen wir es? Ich habe es genannt Road to Game 2. Eine Session, in der ich
einen Beitrag mache für Game 2. Mehr werde ich jetzt an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich habe nachgefragt, ob ich es machen darf, und ich darf es machen. Das heißt, ich werde morgen mit euch zusammen euch in meinen Schnitt hineinnehmen und euch so ein bisschen zeigen, an was ich gerade sitze und arbeite. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Am Freitag ist die Abgabe. Letzten Freitag haben wir die vorletzten Drehs aufgenommen. Es ist ein großer, epischer Beitrag, wie immer. Viel zu groß, viel zu episch für meinen Geschmack. Aber ich sitze jetzt damit da und muss ihn machen. Deswegen könnt ihr mir morgen helfen oder auch einfach nur dabei sein, wenn ihr morgen um 9, wurde ein bisschen vorverschoben, um 9 am Start seid, gibt's bei mir Road to Game 2. Simon schneidet wie ein ganz großer. Das kann ich euch anbieten, empfehlen. Und ansonsten jetzt natürlich noch viel Spaß mit den Königen des königlichen Sports. Die Leute, die einen Fußball zum Quadrat quatschen könnten. Die Leute, die wissen, wie breit das Tor ist. Die wissen auch, wie viele schwarze Flecken der Ball hat und ob die alle auch sicher sind oder ob man da noch mal zum Arzt muss mit. Das alles gibt's jetzt bei den Leuten, die haben mehr als zwei Beine. Nils und Eddie. Und dann sind noch ganz andere Fußballer auch immer dabei. Die haben auch immer eine Meinung. Mit denen wünsche ich euch viel Spaß jetzt. Bis dann.